Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute mit Fleetingness Nummer 2, Pandex. Nicht Spandex, das wäre Latex im Deutschen, sondern Pandex. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir sind wieder in der Leo Edition, oder es ist ja schon lange keine Edition mehr, im Workshop von Leo. Und ihr merkt, ich bin nicht mehr in meiner Downloadliste, sondern direkt in der Kammer. Das hat zwei Gründe. Erstens, ich mache ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr als eine Kammer in den Folgen jetzt. Und zweitens liegt das daran, dass ich eben bei den letzten Folgen bin, die ja jetzt bei mir nach Schwierigkeit gestaffelt, oder bei den letzten Kammern, die bei mir nach Schwierigkeit gestaffelt sind. Was bedeutet, dass da den, naja, das hängt nicht zwingend zusammen, aber es sind auch zum Glück nicht mehr so viele übrig, um das komplett in einem Bild zu erfassen. In der Downloadliste, also ich würde es schon erfassen, aber dann würden andere Sachen noch mit reinrutschen und das mache ich normalerweise nicht so. So, müsst ihr nicht verstehen, egal. Ich drücke, dann haben wir einen Timer, der drückt den, oh, das ist ja cool, der drückt den Würfel hoch, das heißt, ich habe während eines Timers die Gelegenheit, Portale zu schießen. Wie lang ist dieser Timer? Ach so, der Timer. Moment, so ganz habe ich es nicht verstanden. Ich habe ja auch irgendwie. Nee, umgekehrt. Der Timer. Darf ich es nochmal sehen? Der Timer hat die Kugel gemacht und die Kugel sorgt dafür, dass. Okay, also. Beziehungsweise den Football. Und solange der da drin ist, habe ich die Portale. Na klar. Das heißt, ich kann eigentlich ganz easy. Ach, kann ich eben nicht. Ah, ja, stimmt. Ja, das ist ja clever gemacht. Warum kommt denn hier ständig so ein Geräusch? Dadurch, dass jetzt der Timer da ist. Oh. Verschwinden meine Portale. Ja, Moment mal. Und ich habe jetzt aber doch gar nicht die. Muss ich das jetzt hier spammen, damit. Nee. Scheiße. Jetzt hab ich jetzt nicht ein Problem? Jetzt muss ich die da wieder rausnehmen. Nee. Aber. Ach so. Mist. Die kommt dann neu, ne? Ah, das ist ja unangenehm. Das heißt, ich habe in dem Moment. Muss ich mir erstmal nach unten lassen. Ich habe in dem Moment jetzt einen kurzen Moment eben, wo ich Portale setzen kann. Oh Gott. Nee, stimmt ja gar nicht. Ach so. Ist ja noch viel besser. Ich setze ein Portal. Mach die raus. Jetzt habe ich keine Portal Gun. Kann also durchlaufen. Jetzt kriege ich sie wieder. Jetzt kommt das andere Portal. Okay, muss man sich echt gut überlegen. Jetzt wiederum. Machen wir das gleiche eigentlich nochmal. Jetzt stelle ich die Verbindung zum Ausgang her. Warum? Warum sind meine Portale gerade verschwunden? Oh, das macht. Entschuldigt die Ausdrucksweise, das fickt so meinen Kopf. Moment, ich muss erstmal wieder ein Portal setzen. Muss mir jetzt nochmal überlegen. Also. Jetzt habe ich keine Portal Gun. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, passiert doch nichts. Genau. Bleibt das Portal aufrecht. Da müsste ich doch das gleiche nochmal rekonstruieren können. Warum hat denn das gerade nicht geklappt? Ich habe jetzt keine Portal Gun. Der Würfel ist unten. Mein Plan ist jetzt, da durchzulaufen und das blaue Portal dahin zu machen. Ach so, ich kann die Kugel jetzt einfach da reinmachen. Aber das hilft mir nichts. Wozu ist denn der Schritt da? Oder ist das ein Grill, der die immer wegmacht oder was? Kann auch nicht sein. Würde es ja erklären. Also ich habe gerade keine Portal Gun. Eigentlich müssten die Portale safe sein. Die aber nicht. Was soll denn das? Ach, das ist ein anderer Grill. Das muss man auch wissen. Jetzt raff ich das erst. In der ersten Kammer-Serie. Also in Teil 1, da war das noch gar nicht so präsent. Na, ist ja krass. Na, schönen Dank.
Was heißt das? Das heißt... Was heißt denn das? Das heißt, ich muss hier was auf die Entfernung machen? Nee, der Grill ist ja sofort wieder da. Also ich muss auf jeden Fall durchschießen. Wie soll man das schaffen? Ach so, jetzt wieder mit kaputt machen. Naja, klar. Oh mein Gott. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also jetzt mache ich die Kugel neu, dann geht der Würfel wieder hoch, dann habe ich hier wieder ein Portal und dann habe ich die Verbindung da rein. Ha, meine Güte. Muss man aber auch echt alles irgendwie wissen. Gut. Na, da können ja noch so einige Sachen kommen, wie schön. Falls ich es jetzt nicht gesagt habe, die Fleetingness 2 besteht so aus Schwierigkeit 1.5 bis 6.5, so grob. So wurde das gesagt. Okay, hier kann ich runterlaufen und wieder hoch. Hier kriege ich meine Portal Gun. Da muss ich aber zwischendurch noch auf... Kriege ich auch mal einen normalen Würfel oder sowas? Ah ja, da ist er. Okay, und zwar kriege ich den genau hier. Der fällt dann sogar auf den Knopf und dann habe ich wieder die Portal Gun. So, das bedeutet doch wieder nichts weiter, als dass ich jetzt ein Portal setze, als Verbindung vielleicht. War da oben weiß irgendwo. Und wenn ich... Wo ist der fiese Grill? Da ist der fiese Grill. Wenn ich den jetzt auflöse, haben wir wieder die gleiche Situation. Ich kann eben hier durch. Oh. Genau, und hätte jetzt die Portalverbindung da rein. Was ist denn jetzt der Plan? Jetzt. Warum muss ich da irgendwie hochschwingen oder wie läuft das? Ich fürchte, die Kugel muss schwingen. Ich hätte es auf dem Boden machen sollen. Was ist das hier? So, kann ich leider nicht sehen. Aber kann ich mir ja mal angucken. Angucken, angucken. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt verschwindet die Portal Gun, aber ich kann den Würfel trotzdem noch halten. Das ist sehr freundlich. Vielleicht kommt es ja so, dass ich jetzt eine Treppe... Ne, es ist Teil des Ausgangs, ja? Okay. Okay, also beide Items müssen in den Bereich. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Moment, ich will das gar nicht so. Dieser Boden wird doppelt benutzt. Da schwingt jetzt die Kugel. Hatte ich noch gar kein orangenes Portal? Doch. Nee, was? Da schwingt jetzt die Kugel und ich schwing dann auch. Deswegen setze ich es eigentlich gleich dahin, wenn ich ehrlich bin. So. Die Schwierigkeit wird bloß noch sein, die Kugel dann auch hier dahin zu bekommen. Obwohl, das ist gar nicht die Schwierigkeit, weil ich habe sie dann ja raus. Ach, ich muss ja überhaupt erstmal hinkommen. Das ist ja der Punkt. Die kommt ja nicht freiwillig darunter. wie? Weil wenn ich da hochgehe, bin ich ja auch nicht höher. Wie baue ich Schwung auf? Na nü. Da fährt doch auch nichts hoch, dass ich eine höhere Plattform hätte oder so. Habe ich was an der Decke? Achso, und ich darf ja auch nie durch den... Okay, okay. Jetzt, also jetzt setze ich erstmal noch das hier auf den Boden. Warum auch? Also warum weiß ich, aber... ups. Aber, oh. Ist das richtig so? Ah, guck mal, kann ich ja in Ruhe testen. Und jetzt kann ich sogar auch mal hier rüber gehen. Dann kann ich da einmal hoch, aber... Ach, das ist ja auch wieder komfortabel, wenn man hier die Portale freisetzen kann. Jetzt muss ich die noch einmal zerstören, um hier rauszukommen. Weil ich dann erstmal wieder... keine Portal Gun habe für den kurzen Moment. Dann... Oh, sehr interessant. Oder für einen längeren Moment. Ich glaube, da ist der neue Würfel über den alten Ghost Cube gestolpert. Also auf jeden Fall durfte er jetzt nicht da drauf sein. Und wenn er hier schon eh sinnlos in der Gegend rumliegt, kann ich ihn auch darauf machen. Aber ich habe die Vermutung, dass ich nochmal irgendwie durch muss. Deswegen...
mal gucken. Also, Portale kann man mir nicht nehmen. Und auch nicht die Lust am Überleben. Oh. Ah! So, das erklärt's doch. Das konnte man vorher nicht sehen. Ich glaube, ich hab's richtig gemacht. Jetzt schwinge ich hoch, hol mir die Kugel, komm hier raus, kann's. Ja. Na, da habe ich jetzt ein bisschen nah dran gesetzt, aber musste ich ehrlich gesagt auch. Weil ich ja als erstes nur ein Panel zum Schwingen hatte, genau. So, Ausgang zur Hälfte offen. Ausgang zur anderen Hälfte offen. Nicht da rein. Ich hätte auch keinen Grund. Ich gehe wieder hier rein. Portale können mir nicht genommen werden. Und ui, raus. Haha. Ah, das war es noch nicht. Irgendwann kommt der 6,5er. Oh, die Tür war aber ganz leise. Was ist denn da los? Ja, hier hätte ich jetzt erstmal nicht dauerhaft eine Gun. Wenn ich mehr als ein Item bekäme, warte, könnte ich hier wieder, nee, könnte ich nicht. Na, also das wird auf jeden Fall eine Treppe, wir gucken es uns mal an. Jetzt komme ich aktuell gar nicht mehr wieder da hoch. Und ich glaube aber auch die Grills gehen gar nicht weg. Doch, der geht weg. Okay, wo fangen wir denn bitte mal an? Oh, Dissolving Area. Also hier geht mein Würfel kaputt. Okay. Ah, nee, hier mache ich ihn vielleicht entfernt kaputt. Das heißt, ich laufe hier rüber und er wird da entfernt. Na, das wird ja interessant. Wie komme ich denn... Ich bin gerade im Stimmbuch, wundert euch nicht. Wie komme ich denn... Ich komme hier noch gar nicht an ein Item ran. Das ist ja sehr interessant. Ich sehe schon was. Ich schwinge hier und umgehe das da unten. Das ist ja cool. Das sieht auch voll schick aus. Wow, gucken wir uns jetzt für den Rest der Folge an. Cool. Partikeleffekte, immer schön, auch wenn sie schon ewig alt sind. Okay, also, ich hole mir die Kugel. Und wenn ich das nochmal tun möchte, dann verliere ich Portale. Deswegen im Hintergrund dieses leise Portalgeräusch oder Portallöschgeräusch. Nee, ich dachte gerade, da kommt noch was ganz anderes. Ach so, ich habe beide geholt. Ah, super. Was bedeutet das? Ich kann jetzt hier hoch. Aber sehr viel mehr bedeutet es auch nicht. So. Was kann ich jetzt tun? Jetzt will ich mal wissen, ob Dissolving Area bedeutet, dass es auch kaputt geht, wenn ich es durchtragen will. Nee. Und es geht offensichtlich nur kaputt. Also es geht nur das kaputt, was auf dem Knopf liegt. Und da liegt ja gerade noch nichts. Okay, das bringt mir noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ausgang ist offen, aber das kann jetzt nicht die Lösung sein. Okay, was kann ich denn jetzt Sinnvolles tun? Ach so, wenn die Kugel gar nicht kaputt geht, kann ich sie ja durchtragen. Ich dachte, ich muss sie jetzt schon... Ihr konntet ja gerade nicht in meinen Kopf gucken. Ich dachte, ich muss sie jetzt schon darüber werfen. Und sie muss dann da in ein Portal rein, was ich ja noch gar nicht machen konnte. Deswegen... hatte ich mich da gewundert. Aber kommt vielleicht später, dass man hier das Austrittsportal macht und da das Eintrittsportal. So, jetzt hat die den zugemacht. Das heißt, ich komme hier gar nicht mehr rein. Aber dafür hier aufge... Halt! Dann hätte der Würfel jetzt hier sein müssen. Nein! Piu! Warum ist das jetzt passiert? Weil die Kugel neu gekommen ist und die gleichzeitig den Würfel... Das ist aber nicht erkennbar. Doch, da. Okay, okay, wusste ich jetzt nicht. Naja. Was wollte ich machen? Ich wollte den Würfel hier drin liegen haben, damit der da hoch kann, ne? Okay. Kugel kommt da rein. Würfel kommt da hoch. Und dann kann man sich überlegen, welche Portale man so... Ahaha, witzig. Hm, scheiße. Okay, stimmt. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Wie soll ich denn jemals... Ich soll ihn bestimmt nicht dahin werfen. Aber wie soll ich denn jemals... Scheiße, das war ja eine dumme Idee. Ups. Wie soll ich den jemals da hochkriegen? Ich muss ihn ja hochkriegen. Das scheint ja Sinn der Sache zu sein.
Ich konnte meine Po... Ach so, es war doch richtig. Ich muss erstmal Portale machen. Also, dritter Versuch. Hole mir die Kugel. Weil ich Profi bin, mache ich sie so da rein. Oh. Gehe hier hoch. Nee, geht ja auch nicht. Jetzt wollte ich ein Portal da unten machen. Shit. Ach so, kann ich. Ja, und dann versuche ich da irgendwie über die Ecke zu kommen. Besser konnte ich es jetzt nicht setzen. So, Portale sind safe für den Moment. Kugel muss wieder raus. Da kann ich nicht rein, dann sind die Portale wieder weg. Das ist ja... Okay, dann gehe ich da runter. Es gab jetzt keinen anderen Weg, die... Ich sage immer Kugel, ja. Also Football ist mir auch auf Dauer zu blöd. Ihr wisst ja, was ich meine. Ist ja eine andere Kugel diesmal. Die nehme ich jetzt hier raus, damit der Grill weg ist. Okay. Weil sonst hätte ich durch den Grill laufen müssen, der meine Portale wegmacht. Bums. Wenn ich sie da wieder reinmache... Ich fürchte, ich muss sie da reinmachen und einen neuen Würfel provozieren. Weil wenn ich sie jetzt kaputt mache, muss ich sie ja danach neu rufen. Das wär Quatsch. Aber ist ja nicht so schlimm. Neuer Würfel, egal. Jetzt muss der Würfel hoch. Und ich hoffe, ich kann an der Ecke landen. Wo ist die Ecke? Ha! Kugel wiederholen. Ja. Weil der Grill wieder weg muss. Ach, das ist ja witzig. Okay. So, ich leg sie rein, bevor es zu riskant wird. Oh, nein! Scheiße, nächstes Mal schieße ich da. Ach, das ist doch ärgerlich. Okay, aber nicht so schlimm. Portale... Achso, Portale bleiben verhalten, ist jetzt nicht so optimal. Boing. Ich gehe nochmal hoch und schieße sie neu. So viel Zeit habe ich auch noch. Eigentlich muss ich nur... Nein! Eigentlich muss ich nur eins neu schießen, wollte ich sagen. Aber da ich jetzt so nochmal rein muss, muss ich zwei neu schießen. Bäh, bäh, bäh. Da ich ja jetzt hier wieder durchlatsche. Okay, das war eine blöde Idee. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das Portal hier an der Ecke schieße, wo der andere Grill dann aktiv ist. Ne? Okay, so raus. Kugel umsetzen. Schön designt ist die ja, also. Die sieht echt futuristisch aus, ne? Würfel kommt neu. Achso, Kugel wieder zurück. Hm, oder? Nee, Quatsch. Würfel erstmal rein, beziehungsweise jetzt kann er noch nicht hoch, weil da wieder der andere Grill im Weg ist. Also der Raum ist ein bisschen eingeschränkt. Aber man kann ihn verstehen. So, und wie sieht eigentlich das Ende aus? Ich komme von da oben durchgeschwungen, werde da ein Portal haben und da und muss aber auch noch ein Item dahin legen. Na, mal gucken. Erstmal werde ich jetzt ein bisschen flexibler mit Portalen werden. Vielleicht hilft's. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so gut, weil ich muss ja noch irgendwo rauskommen. Wie schaffe ich das bitte? Soll ich das gar nicht schaffen? Muss ich mal gucken. Also. Juhu, das ist aber auch knapp. Also so richtig gefallen tut mir das nicht. Außerdem überlege ich mir gerade was anderes. Das... Vielleicht fällt hier irgendwas über Decke, Boden, was ich dann da rausschwingen lasse und kaputt mache. Warum auch mal. Aber Auto-Respawn wird der nicht haben, ne? Genau das muss ich jetzt mal testen. Dafür habe ich gespeichert. Nein. Auto-Respawn hat er nicht. Okay. Wo ist eigentlich die Musik abgeblieben? Dieses Welcome Back ist so zynisch. Okay, ich bin jetzt hier hoch. Ich könnte jetzt wieder die Kugel rausnehmen. Und habe dann direkt das Problem. Oh, shit.
Sie darf nicht kaputt gehen, dann ist die Sache hier vorbei und... Das ist ja elendig. Hm. Und wenn ich sie da jetzt rausnehme, kann ich sie auch nirgendwo... Sei denn, ich soll sie wirklich mal darüber werfen. Ach, das kommt ja auch noch, dass man diese Sache überbrückt. Ah, Moment. Also, ich habe... Na, so einfach geht es nicht. Wie gesagt, ich denke, ich werfe sie aus der Entfernung. Ich habe jetzt ein Deckenportal. Ach, ich kann ja neu setzen. Jetzt mache ich das mal schön. Ehrlich gesagt, sehe ich da noch einen Hinweis. Das sieht doch auch recht schick aus. Jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt werde ich versuchen, von hier aus sie reinzufeuern, was nicht so schwer war. Dann bin ich nach wie vor flexibel mit Portalen. Und jetzt kommt der Clou. Wobei das jetzt auch wieder blöd ist, weil... Mein Portal wird halt... Scheiße. Mein Portal wird auf dem Boden landen und den Boden hätte ich vielleicht tatsächlich lieber daneben gehabt. Mist. Das war viel zu verlockend mit dem... Das muss ich nochmal rückgängig machen. Das will ich nicht da machen. Ihr seht vielleicht schon warum. Ja, ja, welcome back. So, also die Ecke, aber schön in gerade. So. Dann, das ist auch immer so eine Sache. Brrr, diese Flugbahn einzuschätzen, man hat ja noch keine Erfahrung mit dem Element. Gibt's ja sonst in Portal nicht, dass du einen Knopf drückst und der wirft automatisch ein Stück, ne? Ich meine, man hat zwar die Gravity Gun im Grunde aus Half-Life 2. Aber so in dem... In der Form wie Half-Life 2 nutzt man sie nicht. Und ich glaube, bei Half-Life 2 hat man auch sehr viel weiter gefeuert. Okay, runter, umsetzen, Schwung nutzen, rüber. Und dann geht das nicht kaputt. Ach, siehst du, das hätte ich auch nochmal testen können. Obwohl mir eigentlich schon klar ist, was es macht. Aber auch das speichere ich nochmal ab. So, was wird passieren? Der Würfel wird sich auflösen, die Kugel wird bleiben. Effekt wird sein, ich verliere die Portal Gun. Ja, genau. Gut, Würfel kommt nicht neu. Also das ist so ein... So ein bisschen Worst Case, würde ich sagen. Gut. Und das würde ich jetzt halt umgehen. Hui! Oh, ja, da ist Glas. Okay, sehr freundlich. Aber ich komme ja... Ich komme ja eh auf den Boden wieder raus. Was werde ich jetzt tun? Ich könnte jetzt... Oder soll ich erstmal... Ach nee, den Würfel kriege ich ja nicht. Ich gehe jetzt in diesen Raum rein. Ehrlich gesagt finde ich dieses Portal blöd. Ich würde gerne gleich auf dem Boden das machen. Naja, ehe ich hier lange drüber nachdenke. Mein Gedanke ist jetzt, dass ich natürlich in dem Raum wieder rauskomme und die Kugel rausnehmen kann. Aber ich muss ja wieder da hochkommen. Wie schaffe ich das? Wie baue ich jetzt Schwung auf? Baue ich überhaupt nochmal Schwung auf? Oder nehme ich einfach nur den Würfel, der neu kommt? Hier? Nee. Dann komme ich ja da nicht hoch. Selbst wenn hier ein Würfel liegt, komme ich da nicht hoch. Okay, also der Clou muss ja sein, dass ich nochmal wenigstens den Sprung von da mache. Dafür würde ich... den Würfel nochmal da haben müssen und da hochgehen, aber dann habe ich halt den Würfel da. Dann kann ich ihn wieder nicht hier hinlegen. Hä? Da traf ich noch nicht so ganz. Oder glaube ich aber eher weniger, muss der Würfel schwingen und hier so raus, glaube ich nicht. Also was ist der erste Schritt? Ich gehe da rein mit Orange und hole die Kugel raus. Feuer ich die Kugel nochmal irgendwo durch ein Portal? Das ist die andere Frage. Glaube ich nicht, dass das was ändert. Sobald der Würfel kaputt geht, sprich, wenn die Kugel hier reingemacht wird zum Beispiel, kommt er da neu. Was ich allerdings, wie gesagt, auch brauche, weil ich ja hier nochmal warte. Muss ich auf die Entfernung nochmal das Portal oder so ein Portal schießen?
Was wird jetzt passieren? Jetzt bin ich ja eigentlich... Nee. Ich dachte, ich wäre flexibel, aber bin ich nicht. Ich kann die Kugel... Was will ich, warum will ich die überhaupt rausnehmen? Ich kann sie nicht... Ach, nee, ich kann sie nicht retten. Ich kann sie nirgendwo unterbringen. Ich brauche sie allerdings auch nicht für den Ausgang. Ne? Das kommt noch dazu. Okay, das ist jetzt gerade eine Schwierigkeit. Wenn ich sie jetzt rausnehme. Man kann ja leider schlecht gleichzeitig was tragen und was umschießen. Also ich könnte jetzt nochmal da oben ein Portal machen. Oh, vor allen Dingen, wenn ich sie rausnehme, komme ich ja da gar nicht mehr hin. Dann ist wieder der Grill drin. Vielleicht ist dann der Moment, wo ich den Würfel neu mache. Nee. Also Portal da nach oben. Kugel nehmen. Es ist ja nicht so lange her, dass ich gespeichert hatte, aber ich speichere gerade nochmal. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts, das Portal da oben zu setzen. Ich war hier durchgeschwungen, das musste ich auch um... Oder ist es nicht der letzte Schritt? Musste jetzt den Würfel aufrechterhalten, um da überhaupt mal ein Portal hinzubekommen. Das habe ich jetzt geschafft. Jetzt kann ich hier rauskommen. Was kann ich dann tun? Die Kugel da reinmachen, kriege ich... Kriege ich doch einen neuen Würfel, oder? War doch so, genau. Wenn die Kugel hier reinkommt, kriege ich einen neuen Würfel. Das heißt, bevor ich die da reinballer, müssen meine Portale stehen. Das können sie natürlich... Ach so. Ah, ich kann den Würfel ja ganz ungestraft hier durchschleppen, ne? Also meine Portale stehen so und so. Und wenn ich jetzt die... Achso, wenn ich jetzt von innen die Kugel hole, kann ich hier durchspazieren. Der Grill wird weg sein. Ich kann... Oder werde da durchspazieren, dann wird der Würfel vielleicht noch nicht mal unbedingt neu kommen, aber sich auflösen. Aber meine Portale stehen ja. Na, mal sehen, ob das klappt. Hab ja eh gerade gespeichert. Jetzt nicht ewig theoretisieren. Also. Wobei, dann ist es auch egal, oder? Dann kann ich sie auch hier kaputt machen. Ach so. Mann, die Frage ist ja, wie kriege ich den Würfel ans. Ah, halt mal. Halt mal, halt mal, halt mal. Wie kriege ich den Würfel ans Ziel? Ich habe jetzt meine Portale richtig gesetzt. Das heißt. Ist das jetzt vielleicht sogar Absicht, die Kugel kaputt zu machen, dass er da kommt. Ich ihn da raustrage und dann... Ach, dann komme ich ja nicht mehr hoch. Mann! Wie löse ich denn dieses Problem? Das war doch die Sache. Verdammt! Beziehungsweise... Nee. Hä? Irgendwie beißt sich hier gerade alles. Das gibt's doch gar nicht. Also ich kann mit Schwung... Kann ich hier nicht mehr hoch oder doch? Ach, so eine Scheiße, ey. So ein Elend. Okay, das Ende ist jetzt gerade, wenn es das Ende ist. Ist jetzt gerade super fies. Was ist denn das? Ich muss den Würfel hier hingelegt haben und danach mache ich. Danach schwinge ich rum. Muss ich einfach nur das Portal höher setzen, dass ich gar nicht mehr da rein muss. Weil das jetzt der letzte Moment ist. Ja, ich denke, so wird es sein. Das würde bedeuten... Warum fixiere ich mich die ganze Zeit, da hochzugehen, ne? Das würde bedeuten, jetzt wird mein Portal oben gesetzt. Ich nehme die Kugel raus, latsche hier durch. Latsche hier durch. Mach meinetwegen auch die Kugel kaputt. Der Würfel kommt hier. Ich nehme ihn ganz mit durch, lege ihn hin und... Das ist gar nicht so schwer. So. Jetzt habe ich keine Portal Gun mehr, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Ist überhaupt simpel. Ich habe es verkompliziert. Ich habe gedacht, ich muss nochmal da hoch, aber es wäre unmöglich gewesen, weil ich den Würfel halt da hätte hinterlassen müssen. Halt! Nein, natürlich geht's nicht. Scheiße. Ach Mann!
damn it. Ich ziehe mich jetzt da hoch. Komm schon, Chell. Ich hätte jetzt doch daneben setzen können. Ich verliere ja keine Portale, hätte da reingehen können. Aber was hätte das geholfen? Mann, das nervt. Das nervt. Scheiße. Die Überlegung war... Noch einen Schritt zurück. Nochmal einen Schritt zurück. Verdammt. 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 Ich mach mal so ein Mittelding. Ich mach mal diesen hier. Das hilft aber, glaube ich, auch nichts. Darf der Würfel jetzt nicht doch nicht kaputt gehen? Aber dann würde ich einfach nur zurückgehen und würde die Kugel da reinmachen. Es würde nichts verändern, außer auch den Würfel neu rufen. Hm. Die Kugel brauche ich vor allen Dingen auch für nix. Also da natürlich noch, aber... Naja. So, jetzt könnte ich den Würfel hinlegen. Achso, nee, geht auch nicht. Ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt hier so hingehe und... Da kann ich halt nichts schießen. Oh. Mann. Jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen. Aber es passiert nichts. Und zwar... Ja, das bringt ja auch nichts. Außer, dass... Ich jetzt, wenn ich hier rüber gehe... Nee, stimmt ja auch nicht. Stimmt ja auch nicht. Nein, den Würfel neu rufen bringt ja gar nichts. Ich dachte gerade noch, der kommt ja da drin, aber... Ach man, was ist denn das? Oh, wie schwer ist es gerade? Verdammte Scheiße. War ich falsch hier? Wo kommen jetzt Portale hin, verdammte Hacke? Ach nein, ey. Oh Mann. Ich ziehe ja auch durchaus in Betracht, dass ich... mit dem Würfel hier hochschwinge und ihn dann hier fallen lasse, ja? Also das ist ja natürlich, das schließe ich ja gar nicht aus. Ich habe den so schön da hochbekommen. Das ist halt alles jetzt ganz schön kacke. Jetzt nochmal das neu machen hier mit der Kugel. Dass ich da nochmal hoch muss und ihn jetzt erstmal wieder auflöse. Ich komme jetzt so schlecht an ihn ran. Ja, ich glaube, ich muss zusammen mit dem Würfel... Kann ich das überhaupt machen? Zusammen mit dem Würfel da oben sein. Muss ich jetzt mal glatt nachgucken. Nee, so richtig geht es... Na, über das Portal würde es jetzt gehen, tatsächlich. Oh je, Mine. Scheiße. Nee, da geht ja auch schon wieder was nicht. Und zwar... Kacke. Muss ich jetzt die... Wehe, ich muss jetzt die Kugel jonglieren. Ich fürchte fast, es war so. Das ist ja das, was mir am wenigsten gefallen hatte. Hat man ja in der vorigen Folge schon gehabt, also... Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Decke treffe. Ich fürchte nämlich schon. Wenn ich jetzt mich nach oben ausrichte... Ja. Ich könnte mich noch ducken. Ich werde das als nächstes probieren. Und das sind Sachen, die mag ich an dem Football nicht. Dass es so schwer ist, ihn ja, halt safe zu halten. Ist natürlich auch... Okay. Natürlich auch das Konzept. Ich bin der Meinung, ich habe straight nach oben geguckt. Er flog trotzdem nach vorne. Muss man wissen. Ich probiere es noch einmal. Und dementsprechend sein Portal da haben, ne? Und zwar...
Oh, ich ziele jetzt ganz nach oben. Ich bin guck komplett senkrecht. Nee, okay, ist vor mir gefallen. Alles gut, dann nochmal zum Checkpoint zurück, weil ich brauche meine Portale. So leid mir das tut. Und dann gucken wir mal. Jetzt habe ich also diese Möglichkeit mit den Portalen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es ist jetzt ein bisschen aus der Not heraus geboren. Jetzt kann ich sie erstmal wieder kaputt machen und werde den Würfel auch neu rufen. Oder? Wahrscheinlich, damit ich überhaupt... Aber dann komme ich ja da wieder nicht hoch. Ah, ist das ein Scheiß. Oder mache ich die Portale so, dass ich da hoch runter schwinge? Das wäre ja auch noch sehr abenteuerlich. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Kann das sein? So, die Kugel muss da drin sein. Nochmal zurück. Wie viele Möglichkeiten einem dann dadurch einfallen, ja? Dass ich sozusagen Decke Boden, wo ich die Kugel dann gut reinmachen kann. Also halten kann. Oder auch selber hoch könnte. Achso, die Kugel muss da drin. Nee. Erstmal den Würfel wieder. So, ich käme jetzt mit den Portalen hoch. Hätte ich auch andersrum setzen können. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Egal. Dann kann ich aber hier wieder nicht durchlatschen. Das hatten wir ja nur alles schon mal irgendwie. Es ist eigentlich kein Fortschritt. Zumal ich den Würfel jetzt auch so hochbringen kann. Wo will ich hin? So, jetzt. Verdammt. Naja, obwohl. Das ist alles eine Scheiße. Wenn der Würfel hier drauf liegen würde, könnte ich Portale umsetzen. Ach so. Oh Gott, ey. Ist das alles blöd. Also jetzt würde ich die Kugel... Oh, das ist auch riskant, wenn ich die in einem Loop fange. Und dann... Ich kann ja gar nicht umschießen, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ey, ist das alles ein Scheiß. Jetzt könnte ich wieder hier... zurückgehen. Ey, ich krieg das nicht auf die Kette, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So weit war ich schon mal. Das ist der Schwung, den ich genommen habe, um darüber zu kommen. Dann bin ich da drüben. Jetzt komme ich ja wieder da nicht durch. Scheiße ist das. Ich mach's nochmal. Achso, jetzt sind dann die Portale. Ist ja noch viel schlimmer. Hä? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das geschafft hatte. Ich hatte eine Verbindung nach draußen. Oh Gott, so ein Elend. So ein Elend. Oder muss man nochmal was machen, was man vorher schon gemacht hatte? Kugel jetzt hier wieder rein. Wenn ich das mit dem Schwingen probiere, habe ich nicht viel gewonnen, oder? Damn it. Achso. Boing. Also mit dem Kugel schwingen lassen, meine ich. Ach Mann, ist das ein... Ist das ein Elend? So. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Wie komme ich da wieder hoch? Muss ich irgendwas... Nee. Ich kann es auch nicht umgekehrt machen, dass ich den Schwung konserviere. Ja, toll. Da ist jetzt kein Grill, aber ich komme halt unten raus.
Also nochmal. Ich kann oben ein Portal hinterlassen und dann hoch. Der normale Grill wird wieder da sein. Warte. Muss man schnell sein. Mann, aber da komme ich doch auch da wieder nicht raus. Herrgott nochmal. Portale umsetzen ist dann nicht mehr, wenn ich von außen schieße. Dann kann ich da nicht durchlaufen. Das gibt's doch nicht. Also allein der Gedanke ist ja schon Blödsinn, jetzt hier durchzulaufen. Und da Portale, selbst wenn es ein Deckenportal ist, zu hinterlassen. Wenn ich jetzt hier durchspaziere, kann ich das wieder nicht nutzen. Abgesehen davon, dass mein anderes Portal gerade nicht auf dem Boden ist. Aber es muss doch so laufen. Ich muss doch da wieder hoch, oder nicht? Ey, wie krieg ich diesen kleinen Scheißweg? Muss ich... Wie? Die Portale müssen vorbereitet sein. Oh, es kommt ja noch dazu, wenn die Kugel drin ist, selbst wenn ich da oben wäre. Das ist ja furchtbar. Könnte ich, selbst wenn ich da oben wäre, könnte ich den Würfel nicht... Die Portale müssen stehen und ich schwinge mit Würfel. Das muss es doch sein. Das heißt, ich muss da reingekommen sein. Das ist doch alles nicht wahr. Ich muss die Verbindung haben mit Boden. So. Ja. Muss es dann jetzt aber schaffen... Geht doch nicht. Ohne Portal Gun da hoch zu spazieren. Das geht wieder nur mit Treppe. Dann müsste der Würfel wieder da unten liegen. Das. Wie? Ich muss da oben ankommen. Wenn ich die Freiheit habe, meine Portale zu schießen. Also irgendwie mit Schwung oben raus, da rein, da hochschwingen. Dann stehe ich da oben und der Würfel liegt definitiv da. Das kann nicht sein. Also ich kann mit freien Portalen nicht da hochschwingen. Die Verbindung muss vorher sitzen. Damit die Verbindung vorher sitzt, muss es doch so sein, dass hier auf dem Boden eins ist, da auf dem Boden eins ist. So wie es jetzt gegeben ist. Ja? Das heißt, ich muss jetzt da oben sein. Also ich müsste jetzt hochgekommen sein. Die Kugel muss hier drin sein. Damit der Grill offen ist. Dann pflücke ich mir den Würfel runter und springe hier rein. So. Also die Konstellation, wie sie jetzt ist mit der Kugel. Nur wie komme ich jetzt da hoch? Halt so, wenn ich da drüben reinkäme, ja? Oder... Nee. Also jetzt könnte ich einmal hoch, wenn ich oben rauskomme und da ankomme, kann ich es ja wieder nach unten setzen. Okay. Aber sobald ich jetzt hier irgendwie durchlaufe, verliere ich vorher schon diese Würfelgeschichte. Und dann kann ich das vergessen mit dem Umsetzen. Das ist gerade richtig, richtig eklig. Richtig, richtig eklig. Wie kann ich mir diesen Würfel da konservieren? Oder müsste der jetzt... Na, ich schaff's ja jetzt noch nicht, aber... Lass ich den jetzt schon vom... Nee. Von da runter. Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hochschwingen und von oben... Moment. Es wird was nicht so Schweres sein, aber... wenn ich jetzt... Nein, warte mal.
Wenn ich jetzt hier schwinge und da hochschwinge und dann den Würfel, geht ja auch nicht, den Würfel runternehme, dann habe ich ja schon den Schwung. Ach Mann, was ist denn das schon wieder? Das ist übrigens der einfache Schwung, der wird nicht reichen. Abgesehen davon habe ich dann wieder den gleichen Scheiß. Also ich gehe jetzt hier hin. Ich wollte jetzt den Würfel retten, indem ich ihn hier daneben lege, ja, aber... Beziehungsweise jetzt bin ich noch frei in meinen Portalen. Kann eins auf den... Das ist doch Blödsinn, ich komme hier nicht mehr hoch, wenn ich jetzt durchgehe. Das kann doch nicht sein! Was ist denn das? Jetzt eins nach oben. Dann den Würfel runternehmen? Nee. Dann geht das schon wieder nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist das, was ich schon hatte. Mal jetzt zum dritten Mal. Gott, das ist doch nicht zu fassen. Setze ich es wieder auf den Boden, zwangsläufig. Was? Was mache ich jetzt hier? Was kann ich Schlaues machen? Da rauskommen ist überhaupt gar nicht schlau. Ich muss in dem Raum rauskommen, oder? Da ist es auf dem Boden. So, neu rufen bringt nichts. Gehe ich durch den Grill, ist klar. Wollen wir mal festgehalten haben. Was tue ich an der Stelle jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Neu rufen, da rauskommen kann es nicht sein. Das Ding ist jetzt auf dem Boden. Das ist richtig Worst Case. Aber das war doch nicht anders zu machen. Wenn ich jetzt hier... Laufe ich von der Seite irgendwie rein? Ist vollkommen... Vollkommen... kontraproduktiv. Ich kann das so nicht machen. Ich kann mit der Treppe nicht hoch. Weil wenn ich mit der Treppe hochlaufe und dann irgendwie durchschwinge, dann bin ich hier und der Würfel liegt da. Das ist absolut ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Ich muss hoch und hochkommen und den Würfel mitnehmen. Es ist so. Also muss ich hier ein Portal haben. So. Jetzt muss ich die Kunst vollbringen, da hochzukommen, aber der Würfel muss erhalten bleiben. Ach so, warte mal. Nee, auch nicht. Warte, muss ich von da... Oh. Ey, es muss doch auf dieses Schwingen hinaus. Ich sag's euch, das ist absoluter Scheiß. Absoluter Scheiß. Warum habe ich das nicht weiterverfolgt? So, jetzt so nah wie möglich ran. Ich habe... Das ist natürlich wieder schön nah rangesetzt hier an den Grill, aber gut, ich probier's mal. So, der schwingt jetzt. Ah, halt, ich schwing selber. Nicht, ich schwing nicht, aber... Verliert der... Oh, der verliert sogar ein bisschen an Schwung, aber das ist nicht schlimm. Weil je weniger Schwung, desto ungefährlicher. So. Problem ist, ich muss ihn am Ende aber auch retten. So. Ach so. Problem ist im Übrigen genauso, dass ich... Es geht auch wieder nicht. Ich werde wahnsinnig, ey. Die muss da wieder rein, die Kugel. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt werde ich... Mann, das bringt's doch auch nicht. Das bringt es doch auch nicht. Ich wollte jetzt von hier aus umsetzen, ne? Ich kann ja wohl durch den anderen Grill da nicht durchschießen. Ja, was bringt mir denn das, von hier aus um... Ach so, dann hätte ich... Oh, warte, 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 warte. Das ist es doch. Nee, das ist es auch nicht. Ich verliere den Würfel. Ich verliere den Würfel. Mann, verdammt nochmal. Das geht doch alles nicht. Also ich kann jetzt... Ich kann jetzt die Kugel so richtig... beschleunigen ist auch doof. Ach man, ich weiß nicht, das ist einfach dumm. Die geht kaputt. Ich verliere meine Portal Gun. Ich habe zwar jetzt... Die Kugel ist da nicht drin. Na, warte mal, warte mal. Wenn die Kugel da wieder reinkommt... Oh mein Gott... Nein, dann komme ich da wieder nicht raus. Oh Gott. Ach so, warte. Warte, ganz ruhig.
So. Jetzt habe ich es da an der Decke. Jetzt nehme ich den Würfel nochmal mit. Oh, du Scheiße. Das war die ganze Zeit jetzt nicht so fies, ne? Also so habe ich ihn, glaube ich, am Anfang mal reingebracht. Scheiße. Ach, ich weiß auch nicht, ob das die ganze Zeit schon gegangen wäre, aber ich mache ihn jetzt hier auf den Knopf. Ja, klar. Meine Güte, ey. Präpariere mir dieses Portal und springe mit. Oh. Aber ich glaube, es wäre... Wäre es... Irgendwann kann man das nicht mehr beurteilen, wenn man so lange in so einer Kammer drin ist. Ja, also seid mir nicht böse, aber ich kriege es jetzt gerade nicht auf die Reihe, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte ohne dieses Schwingen. Dieses Schwingen hat mir die Gelegenheit gegeben... Nee, ich glaube, es war nicht nötig. Doch, sie hat mir die Gelegenheit gegeben, von außen die Verbindung nach oben zu schießen. Die ich ja sonst nur machen könnte, indem ich hier rauslatsche. Und wenn ich rauslatsche, hätte ich durch diesen Grill... Ich glaube schon, dass das Teil der Lösung war. Also ich musste sie saven, so lange zumindest, bis der Würfel neu kommt. Es war nicht das Schlimmste, dass er neu kommt, aber ich muss vorher meine Portale haben. Das finde ich schon nicht ohne. Also wenn das, wenn ich es jetzt nicht verkompliziert habe, sondern wenn das zur Lösung gehört, dann finde ich das schon fies. Und ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Es ist... Nicht das Ende. Scheiße. Ey, da habe ich mir jetzt aber einen abgebrochen. Oh, verdammt, noch eins. Okay, das macht Quadrat und den Ausgang auf. Oh, shit, war das mies, ey. Das kann ja nur schlimmer werden. Gehe ich nochmal zurück? Oh. Wow, wo geht's denn hier lang? Oh mein Gott, muss ich in die vorige Kammer zurück und den Würfel holen? Wo ist denn das jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier? Hä? War das die erste? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie war denn die erste? Ja, das war die erste. Mit den beiden Items. Wow. Komme ich zu der zurück? Das sieht eher aus wie die zweite. Okay, da mache ich auf. Das heißt, ich brauche hier ein Item, um da durchzukommen. Na, jetzt wird es ja interessant. Hier soll ich offensichtlich nicht durch. Oder erstmal nicht. Okay, Ausgang habe ich noch nicht gesehen, Quadrat habe ich noch nicht gesehen. Oh, Scheiße, oh mein Gott, wird das kompliziert. Okay, erstmal eine Kugel holen, dann kriege ich irgendwo einen Würfel. Komme ich hier wieder hochgelaufen? Oh, sieht eher schlecht aus. Das macht den Grill weg, Hilfe. Okay, ich fürchte, ich muss so anfangen. Aber schick sieht's aus, das macht den Grill... Wo kommt der Würfel? Hier. Okay. Kugel für Würfel. Und dann ist noch die Frage, pflücke ich mir die Kugel da irgendwann raus? Vermutlich schon. Mit Schwung. Vielleicht erstmal... Naja, das kann ich auch von oben machen. Das hier ist wieder der... Die... Oh. Die Portal Gun. Komme ich damit jetzt schon an die Kugel ran? Dann könnte ich sie da einsetzen. Danach müsste ich dann aber... Oh, das kann ich ja machen. Okay, erstmal Kugel holen. Ui! Hopp! Zum Glück ist sie nicht so empfindlich, wenn man irgendwo gegenstößt, dass sie dann gleich kaputt ist. Also wirklich erst, wenn man sie wirft. Das wäre der Ausgang und noch irgendwie was anderes. Okay. Dann mache ich jetzt so, hab die Verbindung zum Würfel. Reicht das überhaupt? Das reicht natürlich überhaupt gar nicht. Scheiße. das ist... Ist das was? Achso, wollte gerade sagen, warum habe ich denn die Portal gar nicht? Der Grill wird wodurch aufgemacht? Scheiße, auch durch den. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich fürchte, da hätte ich was anderes vorbereiten müssen. Oh. Ach, das geht auch gar nicht. Na, ist ja fantastisch. Toll, jetzt wird es wieder schwer, hier rauszukommen, ja. Hm. Obwohl. Ja, doch, na klar wird es schwer. Ich kann also selber nur von hier Portale machen. Könnte da wieder eins machen zum Rausschwingen, aber... Mehr als vorbereiten kann ich das nicht. Okay, warte, was habe ich jetzt hier gemacht? Was habe ich die Verbindung gemacht? Tja, schade. Ich muss schon irgendwie wieder, kann ich hinter mir hoch... Ach, hier ist der Ausgang. Okay.
Wow, es gibt... Oh, ach so. Nein, kann ich auch nicht treffen. Ja, fantastisch. Wie komme ich denn jetzt wieder da raus? Das ist keine Portalfläche. Das ist halt noch eine. Da habe ich... Ach so. Ich kann jetzt nur so hochschwingen. Na gut. Was ist denn jetzt passiert? Was hilft mir das denn jetzt? Ist das irgendeine Abkürzung? Ach so, nee, damit ich da nicht durch muss. Okay, oh. Aber der Würfel ist ja gar nicht auf so einem Knopf. Dann geht der nicht kaputt, oder? Nee. Ist nur der andere Würfel. Also es geht jetzt aber darum, oder kann ich den hier greifen? Kann ich den auch nicht? Das macht den Grill auf. Schwingt der Würfel irgendwie? Nehme ich den schwingend mit, aber kann ich ihn immer noch nicht hier nehmen. Pff, toll. Achso, er wird zerstört und kommt neu und schwingt hier rüber. Aber auch dafür... Na, damit ich unten auf dem Knopf... Achso, okay. Hätte ich das dann noch nicht machen können? Weil jetzt rufe ich ja die Kugel neu. Hm. Also die Reihenfolge ist schwierig, aber ich gehe ja zurück und hole mir ein Item, also... Gut, dann machen wir es. So wird es wahrscheinlich sein. Nee, Mitte. Was ist denn Mitte? Dieses Ding hier. Okay. So, denke ich mal. Oh, das ist gar nicht so schlecht, dass der hier liegt, weil ich muss den Grill offen halten. Genau. Jetzt schicke ich ihn rüber. Nee, auch nicht. Da muss ich ja wieder dastehen. Ach Mann, ey. Reicht da der Timer aus? Fürchte, ich muss die Kugel da reinballern. Vielleicht wieder von hier? Uiuiui. Uiuiuiui. Also das mit dem Ausgang, das, da reden wir mal später drüber. Und jetzt versuche ich... Oh, oh, ich hoffe, die fliegt weit genug. Ich kann es ja so machen, dass ich dann schnell... Ja, was heißt schnell? Der wird augenblicklich kommen wahrscheinlich. Ah, mal gucken. Oh ja. Okay. Und... Ah, ich hätte... natürlich auf dem Knopf stehen müssen. Ach, ich bin ja blöd. Mann! Scheiße. Jetzt kann ich hier durch, sind meine Portale weg. Mhm. So sensible Geschichten, ne? Verdammt. Verdammt. Der Anfang war ja sonst gut. Ich muss die Kugel rausnehmen und ich muss sie auch da reinpacken, damit sie safe ist. Habe ich intuitiv eigentlich gute Sachen gemacht. Schade, dass ich es am Ende verblasen habe. Aber ich werde jetzt vor dem Manöver... auch nochmal speichern. Und zwar... Oh, unfair jetzt. So... Also raufwerfen, nicht im Grill stehen, auf den Knopf hier rauf, damit der Würfel safe durchfliegt. Ich kann allerdings nicht safe durch. Das kann doch wieder alles nicht wahr sein. Hab jetzt noch überlegt, ob ich den Würfel so zwischendurch save. Aber dann kann ich niemals ihn... Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was mache ich denn daraus jetzt wieder? Wie kann das alles so schwer sein? Hätte ich... Hätte ich ihn da zwischenschwingen lassen. Oh, okay. Jetzt bin ich faul, sorry. Ich hatte schon einen Fortschritt. Und zwar muss ich jetzt... Ich nehme jetzt gleich natürlich dieses Portal. Muss ich ihn so schwingen lassen? Oh, da muss ich aber die Beine in die Hand nehmen, also. Aber ich denke, er braucht nicht den super vollen Schwung. Er kann auch zwischendurch ein bisschen Schwung verlieren. Wäre nicht ganz so schlimm. Uiuiuiui. Also...
Würfel kommt neu, wenn ich das da reinballere. Ja, so. Dann mache ich Folgendes. Oh mein Gott. Ihr habt gesehen, was passiert ist, ja. Aber. Doch, jetzt geht's. Genau, jetzt geht's. Er ist zum Glück auch hinterm Grill gelandet. Also ich habe es so umgeschossen, dass er dann von da geschwungen ist und hier rausgekommen ist. Hat er geschafft. Ich kann ja jetzt mein Portal wieder umsetzen. So einmal und kann raus. Oh, diesen Minisprung machen. Verliere meine Portale nicht. Ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, werden wir dann sehen. Ja, scheiße. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Achso, nee, ich kann ihn ja durchtragen. Das ist ja nicht das Problem. Ich hätte ihn ja nur auf dem Knopf eliminiert. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich da zurückkomme. Ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf die vorige Kammer, wenn die jetzt auch noch in Sachen... Oh nein. Was heißt denn das? Bringe ich hier was zurück, ja? Also jetzt bleibt hier offen. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie... Naja, ich muss ja eigentlich nur hier hochschwingen, wie ich vorher auch da hochgeschwungen bin. Allerdings sind es zwei Panels. Oh, das ist ja der Gipfel der Gemeinheit. Jetzt habe ich erstmal keine Portale. Jetzt muss ich das Ding von vorne lösen? Och, nö. Ich denke, ich kann und soll nur den Würfel holen. Das war ein Knopf. Ja, was heißt nur... Oh Gott. Wenn der Würfel hier raufkommt. Das war ein Knopf, wo beides funktioniert, ne? Würfel und ich. Deswegen muss man auch bedenken. War der andere blau? Ich weiß gar nicht mehr. Muss ich neu anfangen? Oder muss ich am Ende nur die Verbindung schaffen, dass ich am Ende auch noch eine Kugel hole? Das wäre ein bisschen sehr schwer, oder? Mit der Kugel hier irgendwie durch Grills geht ja auch nicht unbedingt. Oder hier zu schwingen und... Nee. Na, da denke ich erstmal noch nicht drüber nach. Ich will erstmal einen Würfel, das würde mir schon reichen. Also, ich glaube, er muss wieder... Er muss wieder hier rauf. Ich hole ihn, ich hole ihn. Andererseits... Ja, doch. Ja, ja. So. Die Sache war die, ich muss erstmal auf das Ding rauf. Tja, das Problem ist, wie hatte ich denn das gemacht? Wie ging denn das schon wieder? Ach so, neu rufen, genau. Neu rufen, dann bin ich aber da unten. Und dann schnell durch oder so. Warte, ich rufe das Ding neu. Ach nee, das muss ich auch schon durch den Grill werfen. Also. Obwohl, das ist jetzt riskant. Das ist jetzt echt riskant. Die konnte ich ja gar nicht durch den Grill werfen. Der ist ja nie offen. Hä? Wie habe ich das gemacht? Habe ich sie da gepflückt? Mann, ey. Das ist so... Wie schaffe ich das? Die Portale müssen vorher existieren, dann springe ich hier rein. So war doch das. Dann habe ich nur den kleinen Schwung. Aber dann ist doch wieder das Problem. Oh Gott, ey, ist das furchtbar. Das ist ja alles nur Teil der Kammer. Es ist noch gar kein Ende in Sicht. Ein Portal hier vorbereiten. Jetzt sind sie erstmal wieder weg. Ein Portal hier vor... Ach, es war auch noch das mittlere, ne? Was mich befähigt... Ja, was mich befähigt, diese Kugel zu holen. So, jetzt die Kugel holen, damit sich der Würfel auflöst und ich mein... eines Portal behalte? War das so? Hey! Was ist denn jetzt los? Ach, der... Ah ja, das war's ja. Warum? Ach, der ist wieder vom Knopf runter. Krieg ja danach meine Portalgun. Das war's. So. Dann hatten wir... Da muss ich auf jeden Fall darauf. So. Dann muss dieser Würfel da runter.
Jetzt kann ich aber die Portale wieder nicht wechseln. Jetzt kann ich wieder den... die Kugel rausnehmen. Was hier völlig irrelevant ist, weil ich nicht mehr zu der Seite durch diesen Ausgang rausgehe. Wie kann ich es schaffen? Oh mein Gott, ey. Ach so. Okay, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich werde jetzt hier hochgehen. Ah, genau, hier hochgehen. Dann werde ich... Das ist leider sehr schief gesetzt. Und wenn man am Rand von so einem Ding steht, dann geht es auch schon wieder runter. Ich werde jetzt zur Kugel hoch und werde hier wieder zurück. Und wenn ich oben bin, zerstöre ich einfach die Kugel. Dann kriege ich den Würfel da neu und kann hier Portale setzen. Aber... dann habe ich doch nicht die Verbindung zum Würfel. Ich werde das Portal da setzen. Und werde... reichen da auch zwei Panels? Werde nochmal zur Kugel hoch. Und sie so lange safe halten. Shit, ich hätte das Portal anders setzen müssen. Dass ich da hoch kann? Nee, hey, das gibt's doch alles nicht. Das ist doch... wie soll denn das gehen? Muss ich... ich konnte den nicht reinbringen, ne? Weil da so ein Grill dazwischen war. Austauschen kann ich sie nicht. Dafür müsste ich einen Würfel überhaupt erstmal rausbringen. Also das kann es nicht sein. Egal, ich schwinge jetzt erstmal. Es ist sehr hoch. Naja, obwohl... ich kann sie nicht greifen. Warum kann ich sie nicht greifen? So, ey! Oh! Oh! Ich habe sie gegriffen und wieder reingemacht. Naja, gut. Soll mir recht sein. So, also jetzt schwinge ich darüber. Lasse sie so, wie sie ist. Hab jetzt ein Portal gesetzt. Vor allen Dingen habe ich da auch nur eine Höhe. Da würde ich ja gar nicht mehr hochkommen. Was hilft denn das? Ich speichere jetzt das ab. Das ist zwar gerade eine blöde Situation, aber ich will jetzt wissen, ob zwei Panels überhaupt auch noch ausreichen. So, hier komme ich nicht anders durch. Das heißt, ich tausche nichts aus. Ich bringe diesen Würfel nicht rein. Wobei, kann ich jetzt irgendwelche Portale nutzen gerade, da ich sie ja habe? Oder ging es nur darum? Das ist ja irgendwie auch der Hammer. Ich habe jetzt... oh, das wäre aber gar nicht so gut, weil ich habe jetzt Portale so, dass ich sie auch immer verlieren kann, ne? Ey, das ist ja super komplex. Nein. Damit hat sie es schon erledigt. Also entweder ich hätte die Portale hier verloren oder ich habe jetzt die ganze Gun hier verloren, dadurch, dass ich da durch bin. Okay. Okay. Die Überlegung ist vielleicht nicht unbedingt die beste. Dann mal anders überlegt und das probiere ich halt jetzt aus. Das muss aber reichen. Warte. Oh, was? Ja, okay, das reicht. Scheiße. Warte mal, aber der Würfel war da ja jetzt schon drauf. Also was hätte ich mit der Kugel gewollt? abgesehen davon, dass ich jetzt zum Stillstand gekommen bin hier. Ich werde mal das blaue Portal nochmal besser setzen. Ich war da so ein bisschen schräg drunter. Ja, obwohl. Das schafft man schon. Achso, bin ja noch gar nicht ausgestiegen. Hätte ich ja auch nicht gemusst. Also, egal. So, toll. Habe ich davon jetzt was gewonnen? Nicht wirklich, ne? Hier kann ich sie ja nirgendwo reinmachen und soll sie nirgendwo reinmachen. Hier kann ich nicht durchspazieren. Also um die Kugel geht's irgendwie nicht. Und wenn ich sie zerstöre, passiert nichts anderes, als dass der Würfel da nochmal kommt. Ach so. Nee, wenn ich sie zerstöre... dann
verliere ich meine Portale wieder nicht mehr. Dafür liegt mir aber jetzt das blaue Portal, ehrlich gesagt, zu mittig. Ich probiere es mal aus. Nein, was? Was? Ach so, ja, stimmt. Klar verliere ich sie wieder. Ich hätte sie nehmen sollen. Oh mein Gott, nochmal. Warum muss das so mühsam sein? Jetzt gehe ich doch eher wieder zu der Seite. Obwohl. Ja, doch gehe ich. Ein bisschen. Dass ich so ein Mittelding habe. Oh, oh nein. Okay, aber ist egal. Warum? Ach so. Ja, ja, ja. Erstmal werde ich nur am Rand stehen. So. Dann mache ich sie kaputt. Ah, es ist doch alles Quatsch. Das ist doch alles Quatsch. Ich wollte sie jetzt kaputt machen, dass ich zum Würfel durch kann. Jetzt fehlt mir doch schon wieder der Schwung. Jetzt habe ich mein orangenes da. Das ist doch ein Scheiß. Hätte ich den Würfel... Wie hätte ich denn den Würfel da reinbekommen? Verdammt nochmal. Das ist doch nochmal die extra Schwierigkeit. Kann ich... Wie war das? Kann ich überhaupt jemals... Nee. Ja, das ist doch die Überlegung schlechthin. Wie kriege ich denn den Würfel überhaupt mal irgendwo hin? Wo es mir was hilft? Dieser Raum geht nie so auf, dass ich ihn hier reinbekomme. So, fangen wir mal so an. Hätte ich wirklich Portale nutzen müssen, die ich hatte, aber die Konstellation war so, dass der Würfel hier war. Die Kugel war hier. Ich komme da rein. Das heißt, ich kann eigentlich nur... Abgesehen davon, dass ich in den Raum rein bin, ohne irgendwelche... Ohne eine Portalgun. Und ich wäre halt auf jeden Fall hier reingekommen. Ich hätte weder hier eine Portalverbindung setzen können, noch hätte ich den Grill weghaben können. Also ich gehe hier in diesen Raum rein und habe erstmal nichts. Das war die Voraussetzung. Okay. Also... Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss wie blöde da irgendwie hochschwingen. Und den Würfel reinkriegen. Den Würfel reinkriegen. Wie kriege ich den Würfel da rein? Unglaublich. Unglaublich. Wenn ich jetzt hier die Kugel kaputt gemacht hätte und hier hingegangen wäre. Ein Panel reicht nicht zum Schwingen. Kannst du auch vergessen. Dann wäre ich wieder da hoch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den Würfel da unten habe und... Ich meine, ich kann ihn auch reinwerfen, ne? Also, aber das ist ja nie so elegant. Das will man ja immer nicht. Abgesehen davon tut sich da nichts, weil... Achso, ja, jetzt kann ich ja schon nicht mehr durchschießen. Ja, gut, das ist vollkommener Quatsch. Nochmal komplett von vorne, dankeschön. Wie komme ich hier raus und das auch noch mit Würfel? Das ist unfassbar. Das ist unfucking fassbar. Ich glaube, ich musste hier anfangen, ne? Super schwer. Also der Anfang bietet ja nicht so viele Varianten. Ja, da muss ich da irgendwann mal hoch. So. Dann haben wir die Möglichkeit, hier aufzumachen. Ist mir ein Rätsel, wie dieser Würfel da reinkommt. Hatte ich das jemals vorher? Nee, ne? So,
jetzt kann gerade nichts passieren. Dann muss es doch so... Nee, er kommt hier neu. Er kommt komplett in diesem Bereich. Außerhalb jeglicher Grills kommt er auch neu. Ist das ein Denkfehler? Dass ich den hier rausholen? Wozu gehe ich denn in diesen Raum rein? Ich spaziere doch hier nicht nochmal rum. Ich bin da immer durch Grills gegangen. Das kann nicht die Lösung sein. So. Eine Kugel mitnehmen, das kann es auch absolut gar nicht sein. So, der Würfel. Wie kommt der Würfel irgendwo hin? Kann ja nur durch Rüberwerfen sein, ja? Also das würde man vielleicht noch erlauben, aber... Das ist doch auch keine Lösung. Hätte ich mit dem was anderes machen können? Auf gar keinen Fall. Hätte ich noch ein Item mehr reinbringen können? Welches wäre das gewesen? Ich habe außer den beiden Würfeln nur zwei Kugeln. Und diese Kugelaufrechterhalte-Geschichte, die ist eine Vollkatastrophe. Oder ich soll wirklich den Würfel darauf machen und mit Portalen da drin arbeiten. Aber es ging ja nicht. Ich laufe da durch den Grill, dann ist es wieder vorbei. Also das war ja auch aus... Na, ich hätte durch einen anderen Grill laufen können. Soll ich ihn nicht reinbringen? Soll ich ihn einfach nur da wieder rauf machen? Oh... Jetzt dämmert was. Oh mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Okay, warte, dann... Kommt jetzt aber die Sache... Ja, das ist völlig egal. Jetzt kommt die Sache mit dem Kugel... kaputt machen, ne? Damit er wieder da landet, das ist alles. Also erstmal hoch und Portal umsetzen. So geht ja gar nicht. Doch, na klar, geht... Okay, okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Das hat mich zur Seite gedingselt. Na toll. Nochmal neu. Gut, also dann muss ich doch... Ich will ja hier auch gar nicht mehr hoch. Insofern reicht mir das mittlere Portal, würde ich mal sagen. Zum Schwingen. So. Und dann muss ich nur am Ende die Kugel rausnehmen. Mein Güte, ey, das ist ja echt nicht zu glauben. Bis man das geschnallt hat. Oder zumindest in meinem Fall. So, also, hm? Jetzt wieder hoch. Und zwar da schön über die Mitte. So, dann runter. Kügelchen kaputt machen. Möp. Meinetwegen so. Bisschen schon mal über die Mitte gehen. Kuckuck. Hätte ich ja noch ewig überlegen können. Also ich denk mal, es geht darum, dass man hier wirklich nur die Möglichkeit mitnehmen soll, mit der Portal Gun zu arbeiten. Oh Gott, ey. Okay, also zurück. Leckt mich. der kann hier, den könnte ich hier durchwerfen, müsste ich aber von der anderen Seite dann die Sache lösen. Aber ich bin jetzt sehr flexibel. Also selbst wenn ich durch so einen Grill laufe... Schmeiß ich den schon mal durch? Ich glaube schon. Sei denn, ich mache... Warte mal, der ist ja von hier drin. Ich kann also von innen nicht nochmal so aufmachen, dass ich ihn hier reinbringe. Ich schmeiß ihn durch. Irgendwann komme ich da wieder an. Und zwar so. Achso, dafür muss ich ihn wahrscheinlich... Ne, das war die Kugel, ne? Dafür musste ich die Kugel da haben. Naja, gucken wir mal. Also ich gehe durch Grills, kann aber wieder neue Portale setzen. Und ich darf auf gar keinen Fall da durch. Und ich speichere mir das Ganze jetzt auch ab. So. Ach Gott. Ich hab zu viel drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, wenn man da Items hat in einem Raum, dann ist man halt verleitet, die irgendwie auch zu nutzen, ne? So. Jetzt komme ich jemals da hochgeschwungen, ist ja die große Frage. Und wie komme ich zum Ausgang? das ist überhaupt die Riesenfrage, die riesenbange Frage, weil hier führt ja nichts hin.
Ich meine, man kann dann ja irgendwann vielleicht mal... Ah, guck, der ist inaktiv. Jetzt, wo ich meine Portale immer machen kann, ne? Ist ja auch sehr interessant. Okay, dann hole ich jetzt erstmal wieder... Da passiert auch nichts, weil das sind ja alles Items aus diesem Raum. Ich glaube, ich hole mir den Würfel wieder neu. Also Kugel neu, Würfel neu. Wobei, den jetzt da hochzubringen... Da müsste ich am Ende vielleicht irgendwie die Kugel da... Oder jetzt da reinmachen. Ich hatte auf jeden Fall gerade nicht die Chance, zu ihr zu kommen, weil der Grill noch zu war. Okay, also jetzt kann ich sie holen. Ich glaube, das ist ganz gut. Warte mal. Wäre cool, wenn jetzt was einfacher wird. Wenn ich ehrlich bin. Das wär zur Abwechslung mal was. Aber... Was eben, glaube ich, nicht geht, ist dieser... Den habe ich ja schon ausprobiert, den Schwung. Ah, jetzt kann ich da hoch. Oh Gott, na endlich. Habe ich doch von der anderen Seite schon gesehen. Nee, von wo? Halt mal. Von wo kann ich das überhaupt anschießen? Och nö. Och nö. Das ist komplett verglast. Das... Habe ich mich da getäuscht? Scheiße. Von unten auch nicht, von hier auch nicht. Hä, was ist das denn schon wieder? Kann ich es von außen treffen? Nee. Was soll denn das? So, also hier war auch nichts weiter. Hier ist Glas. Kann man hier irgendwas... Ach ja, jetzt ist ja so... Okay, okay, okay. Warte mal, mal gucken, was jetzt geht. Also, jetzt kann ich hoch. Jetzt habe ich wieder keine... Portale. Kann so zurück. Was macht denn der eigentlich? Der macht den auf. Mama mia, ey. Oh nein, ich habe eine Befürchtung. Nee. Auch die kann nicht stimmen. Ich dachte, ich muss hier wieder zurück. Aber dafür müsste ich mit dem Würfel wieder aufmachen. Das beißt sich doch auch. Muss ich ihn doch reinbe... Warte. Warte. Nein. Nein, nein, nein. Ich dachte, weil ich ja hier... langlaufen kann. Aber das muss doch auch irgendeine Relevanz haben, dass man so zurück kann. Dass das so ein Notfall-Dings ist. Ey, sorry, ich will diesen Würfel hier nicht rausholen. Das geht nicht. Allein wenn man schwingt, kann man das Portal ja gar nicht mehr umsetzen, wenn man dann den Würfel hat. Das kann es nicht sein. Und was reinbringen? Kann es auch nicht sein. Wie denn auch? Mit nur einem Würfel hier. Okay, also ich muss überlegen, was jetzt geht. Wozu ist denn das da so komisch designt? Und wie soll man jemals Schwung holen und wie soll man jemals da hoch? Da müsste wahrscheinlich noch eine weiße Fläche sein, aber das kann ich nicht sehen. Hä, das ist doch total merkwürdig. Oder kann ich von hier da treffen? Jetzt mal, von irgendwo müsste man doch da mal treffen. Das gibt's doch nicht. Was war das noch gleich? Das war Quadrat und Ausgang oder war das das gleiche? Ja, Quadrat ist Ausgang. Und das andere ist das. Warum ist das weiß? Das muss doch einen Grund haben. Aber es sieht echt komplett... Ach, man kommt oben rauf. Rein und dann kann man die Verbindung schaffen. Okay, das heißt, ich müsste erstmal irgendwie reingekommen sein. Und selbst das ist ehrlich gesagt schon... Ja, jetzt müsste man dieses Portal hinterlassen haben und... Irgendwie... Achso, warte. Wo war denn jetzt eigentlich dieser Würfel zuletzt, wenn ich mal fragen darf? Da unten. Scheiße. Sobald ich den hier wegnehme... Und er hat auch keinen Auto-Respawn, ne? Scheiße. Mann! Ey, das ist doch alles nicht wahr. Der muss hier rauf, damit ich... Das bringt's ja auch nicht. Also, wenn ich ihn jetzt wieder... Ja, okay, 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 okay. Wenn ich ihn jetzt wieder bekäme...
Ach so, da könnte man noch die wieder kaputt machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Das schaffe ich doch auch wieder alles nicht. Ich habe den anderen Gedanken nicht zu Ende geführt, aber ich gehe in den anderen Raum rein. Jetzt brauche ich hier wieder 2,5, 3 Panels Höhe. Die kriege ich über die Plattform in dem anderen Raum. So, aber jetzt müssen wir mal gucken. Da hoch bringt ja auch... Na doch, ja, also... So, warte mal, ich mache aber die... mach diese Brücke weg. Ach Mann. Was ist denn das für ein elendiger Scheiß? Wie kriege ich denn diesen Würfel jetzt da weg? Indem ich da irgendwie drücke. Also damit der neu schwingt. Aber das, dieses Neuschwingen... muss ich von hier oben organisieren. So, also ich kann die Kugel jetzt nicht rausnehmen. Ich muss... Nee, ich muss hier gar nicht stehen. Quatsch, aber... ach stimmt, dafür konnte ich ja unten stehen. Ach so, mache ich das jetzt wieder genauso wie vorher? Was will ich am Ende erreicht haben? Ich will den Würfel hier haben. Nein, ich will... was will ich denn... Nee, hier muss er nicht drauf sein. Ich muss aber vorher diese Portale haben. Also zumindest dieses Bodenportal muss ich haben. Und ihn dann hier. Wie geht das denn dann wieder? Also ich will ihn mit rausnehmen bis dahin und wieder rausgehen und auf dem Boden ein Portal haben. Wie geht das? Ach so, wenn er hier liegt, kann ich ja darüber raus. Aber dann müsste ich die Verbindung dahin haben. Okay. Das heißt, ich muss hier so raus wie vorher auch. So mühsam, ja? Mit der Kugel und allem. Wie war denn das? Das war... Das hatte ich gemacht, indem ich die von da geworfen habe. Und ich habe pendeln lassen. Also es kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Wieder diese Pendeltaktik. Mit da umsetzen. Nee, da geht's los. Da geht's los. Mit da umsetzen. So... Ey, dass man das durchblickt hat. Also Kugel rein, Würfel kommt neu, schwingt. Ich latsche hier zurück und wenn er gerade da drüben ist, mache ich Orange Stein und er fliegt über mir weg. Das hatten wir ja eigentlich auch schon. Er geht rein, er schwingt zurück. Er ist wieder oben. So. Ich kann jetzt Portale freisetzen und muss das auch ein bisschen mehr in die Mitte bekommen, damit ich am Ende da wieder hoch kann. Aber hier kann ich anfangen. Meine Güte, ey, denkt der sich hier was aus? Aber ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir hier diese Orientierung haben mit dem Design. Ansonsten könnte man ja auch in die andere Richtung gucken. Das war eine super dumme Idee, weil... Hier ist ein Grill. Kann doch alles nicht wahr sein. Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich komme nicht zu ihm hin, ohne den anderen zu killen. Fuck, Alter. Das ist nicht wahr. Hätte ich selber... Wie? Aber wie? Wie hätte ich das schaffen können? Das kann doch alles nicht wahr sein. Hätte ich jetzt die Kugel auch noch mit der Kugel rumschwingen müssen? Oh Gott. Da hätte die Verbindung sein müssen. Die Kugel musste da rein, um es zu aktivieren. Und dann hole ich sie wieder raus. Oh. Fuck me, ey. Das ist doch nicht so was. Ich speichere demnächst auch mal was ab. Ich befinde mich jetzt wieder in dem Bereich. Ehrlich gesagt, wäre das schon wieder so ein Moment, den man abspeichern könnte. Ich speichere ab, wenn ich jetzt was vorbereitet habe.
So, jetzt hole ich sie mir wieder. Und da reichte doch das hier aus, ne? Genau, das muss man ja auch wissen. Ja, ich mach's mal ein bisschen weiter daneben, wenn der Würfel dann da schwingen muss. Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Also, Kugel hier rein. Was habe ich jetzt geschafft noch gleich? Eigentlich nur, dass sie jetzt... Ne, warte mal. Darum ging es gar nicht. Ich hätte sie auch da nachholen können. Sie macht ja nur Ausgang und diese... Muss ich sie denn da nachholen? Hätte ich das jetzt überhaupt schon machen müssen? Aber ganz abgesehen davon, was hilft mir das? Ich laufe ja trotzdem durch den Grill. Ich mache ihn dann darauf, aber habe meine Portale nicht mehr. Und dann habe ich wieder da unten das Problem. Das kann doch auch nichts lösen. Das kann doch auch einfach nichts lösen. Warte mal, ich bin dann... Nein, nein, nein. Ich habe bald so das Gefühl, dass man da oben stehen muss. Oder habe ich einen Denkfehler? Ist dieser Grill... Doch, das, den macht der auf. Ja, scheiße. Sage mal, ey. Aber er muss den aufmachen, damit ich da hinschwinge. Aber um erstmal reinzukommen, laufe ich durch diesen Grill. Warte. Es läuft nochmal anders. Ich mache ihn... Ach Gott, also ich bringe ihn erstmal jetzt wieder rein. Und dann speichere ich das ab, ob es eine gute Idee war oder nicht, aber es ist ein Fortschritt. So, Kugel ist da drin. Kann ich eigentlich das gleiche wieder machen, ohne Portale umsetzen zu müssen. Also setze ich gleich dahin, würde ich sagen. Kugel muss sowieso wieder zurück. Bedeutet aber, ich muss die... Muss sie tatsächlich doch wieder... Naja, das schaffe ich schon. Oh, ach so geht's ja auch. Das ist ja viel einfacher. So, also, Würfel kommt nach oben. Ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Jetzt muss ich... Ja, insofern war das blöd. Jetzt muss ich blau umsetzen, um die Kugel wieder rauszuholen, weil sie hier rein muss, damit ich, wenn ich dann wieder da hochgehe, um dieses fiese Ding rumkomme, um den Würfel zu platzieren. Dann ist das ja auch noch so ein Grill. Wozu platziere ich den? Was waren gerade mein Gedanke? Ach so. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss jetzt hier passieren. Also... Blau wieder umsetzen. Das ist jetzt leider ein bisschen mühsam. Oder mache ich es mir gerade zu kompliziert? Ich muss ja gar nicht hochschwingen. Ich kann sie ja... Ach, natürlich muss ich hochschwingen. Ich darf sie nicht neu rufen, dann ist sie da gleich wieder drin. Also raus und weg. So. Also. Was war jetzt der Plan? Der Plan war, hier ein Portal zu hinterlassen, aber das geht ja eben nicht. Dafür müsste der Würfel da drauf sein. Es ist zum Verrücktwerden, echt. So, jetzt kann ich zwei Portale umsetzen. Und das geht halt auch nicht in der zweiten Runde, oder? Das muss ich gleich mal gucken. Also, jetzt muss fleißig umgesetzt werden. Wieder zurück. Toll. Vielleicht gehe ich auch später hier rein. Da muss ich mir doch glatt mal was angucken. Gleich. Also, und zwar jetzt. Nee, ich kann hier nirgendwo hoch. Ich habe gedacht, ich kann da irgendwo landen, aber das ist halt auch nicht gegeben. So, jetzt brauche ich dieses Portal gar nicht korrigieren, weil ich laufe durch den Grill. So, aber jetzt habe ich doch die totale Einschränkung. Naja, habe ich nicht die totale Einschränkung, muss man ja auch zugeben. Ach so. Ah, oh, es geht doch. Und sogar ohne Kugel. Ich mache einfach jetzt auf.
Und da habe ich was zum Schwingen. Ah, meine Güte. Es dauert auch immer einen Moment, bis ich sowas sehe. So, jetzt muss ich das mittlere Portal hinterlassen. Das heißt, Orange muss noch ein bisschen umgesetzt werden. Und danach vielleicht noch blau minimal, dass ich da rauskomme. Ey, eigentlich ist das total cool. Das sind so No-Elements-Moves hier, so Schwing-Moves. So, jetzt haben wir hier die Mitte. Wo bin ich da? Da bin ich hier. Okay. Ja, das macht ja auch total Spaß. Aber es dauert so lange, bis ich sehe. So. Also, ich kann freundlicherweise... Oh nein. Oh, nicht doch. Oh, nicht doch. Ich kann jetzt da rein und den holen, weil ich muss ja da wieder raus. Aber dann... Aber... Dann kann ich da nicht wieder... Ach so, warte mal. Nee. Dann muss ich hier raus und meine Portale lösen sich auf. Halt mal. Halt mal, halt mal. Kann ich das anders machen? Kann ich den jetzt irgendwie zerstören? Dass er da neu... So kriege ich ihn in den Raum rein. Ach du Scheiße. Kann das sein? Nee, kann eigentlich auch nicht sein. Ich will nicht mehr. Muss ich den Würfel da reinbekommen? Ich könnte... Ach nee, ich könnte ja hier nicht runter. Okay. Also ich kann ihn nicht raufsetzen, dann verliere ich meine Portalfähigkeit. Es sei denn, das ist kalkuliert. Ich müsste dahin... Da drücken. Um ihn... Aber ich habe ja hier auch keine andere Portalfläche. Also das ist eigentlich Quatsch. Ich speichere jetzt das ab. Und... Da weiß ich jetzt schon wieder nicht weiter. Wenn ich jetzt... Also ich gehe mal nicht so rein. Ich gehe mal so rein. So, also wenn ich den jetzt... Das war doch die Brücke, oder? Ah, oh, das ist... Okay, das ist die Kugel. Ich habe falsch gedacht. Alles super, alles super. So, er kommt hier rauf. Und jetzt... Okay, ich denke, das schließt doch aus, dass der neu kommen soll. Er hat ja auch keinen Auto-Respawn. Ich müsste bis runter... Dahin, naja. Ey, das ist so schwer. Es ist so schwer. Ich denke, ich muss den reinkriegen, um den rauszubekommen, tatsächlich. Ach du Kacke, ey. Oder ich muss nur... Oder ich brauche nur den Schwung, ja. Das kann auch sein. Aber okay, deswegen habe ich es ja jetzt abgespeichert. Ich fange erstmal mit dem Schwung an, bevor ich viel zu kompliziert denke. Also, was ich machen könnte... Ah, nee, ich krieg ihn... Krieg ihn nicht rein. Naja, doch. Ich könnte hier runterspringen. Nee, kriege ich nicht. Oh. Um das mal kurz zu Ende gedacht zu haben. Ich könnte hier runterspringen, die Verbindung in diesen Raum machen, ja? Würde dann... Also mein aktueller Gedanke ist ja sowieso, dass ich bei Orange rauskomme und da richtig hochschwinge. Obwohl ich noch nicht weiß, was ich dann davon wieder gewonnen habe. Dann bin ich halt da und habe die Verbindung. Ich sehe nicht, wie ich zum Ausgang komme. Da muss eine weiße Fläche sein. Jedenfalls, wenn ich den Würfel reinbringen wollen würde, müsste ich da unten auf dem Boden eine Verbindung machen. Könnte ja auch wieder zurückgehen und ihn holen. Könnte... Ja, müsste mich aber entscheiden, zu welcher Seite ich reingehe. Ich kann ihn... Also ich kann ihn nicht da reinbringen, weil ich ihn gerade brauche, um den roten Grill aufzuhalten. Ich kann ihn nicht hier reinbringen, weil da der Grill ist. Ich kann ihn auf den Grill setzen und selber reingehen. Was bringt's? Ja, doch, das würde was bringen. Das würde was bringen. Also das wäre möglich. Dann könnte ich ihn... Dann hätte ich mein blaues Portal da auf den Boden gesetzt oder irgendwo hin. Hätte mein orangenes noch da, würde ich ihn hier hinsetzen. Oh, ich fürchte, das muss es werden. Deswegen, ich probiere erstmal die Variante, die nicht so viel bringen wird. Und das wäre einfach nur schwingen und mit dem orangenen Portal hochkommen, ja? Also würde ich sozusagen...
Und ich muss den Schwung halten, damit ich wenigstens da hochkomme. Ich kann jetzt hier natürlich nicht durchspazieren. Also ich würde mir jetzt das Mittelportal unter dem Dropper halten. Genau. So. Jetzt ist die Frage, was will man sich hier konservieren? Welche Richtung? Aber ich glaube, die ist schon ganz gut, weil sobald ich nur ein Panel höher habe, und das muss, hier muss man mit einem Panel höher rein, könnte man das Ding wieder nutzen. Obwohl seitlich schon ganz gut war. Egal. So, also jetzt mal da hoch. So. Und jetzt gucke ich mal. Genau. Okay, also das Ende ist dann nicht mehr so schwer. Achso, jetzt geht es ja um dieses Drücken. Das ist ja auch noch eine interessante Sache. Das heißt, ich muss da drücken, muss... Ja, jetzt müsste ich da wieder was drauf haben. Ha! Okay, ich glaube, das beantwortet es. Ich muss hier zwei Würfel drauf haben tatsächlich. Dass ich sowohl den Grill weg habe, als auch den Grill. Dass ich sozusagen diese Verbindung... Dass ich durchschießen kann von da. Nee, auch nicht. Dass ich jetzt hier rein schwinge und da hoch. Oder vielleicht auch gar nicht so super hoch, sondern dann nur von da unten. Aber dass ich von hier oben einmal diese Verbindung... Wobei, jetzt könnte ich ja auch den machen. Ach so, das ist jetzt überhaupt mal die Frage. Ich habe Orange auf dem Boden. Aha, okay. Naja, aber was hilft denn das? Dass ich einfach nur da runter gehe und dann das einfacher haben kann. Aber eigentlich geht es auch so. Wenn ich beide Grills offen hätte, dass ich... Ich muss ja mit dem Portal anfangen, wenn ich hier oben wieder runtergehe. Also, ist doch so. Ist doch so. Und wenn ich da oben schwinge, muss ich da hinten hinsetzen. Das muss so sein. Das muss so sein. Dann drückt man da, springt da rein, kommt da raus. So, und damit das gegeben ist, und das, finde ich, ist wiederum eine klare... Problemführung. Damit das gegeben ist, muss ich zwei Grills aufhaben und damit ich zwei Grills aufhabe, muss ich zwei Würfel haben, würde ich sagen. So, also das ist für mich jetzt klar. Andererseits, ja, jetzt muss ich die andere Variante machen. Kann ich die noch machen? Ich könnte auch zurückgehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Doch, ich hatte den Checkpoint an der richtigen Stelle. Ich habe ja hier ständig welche gemacht. Okay. Ja, welcome back. So, ich war hier. Ich wollte oder musste den jetzt. Aber geht denn das? So, ich kann jetzt da runter. Was wollte ich machen? Ich wollte hier nur das Austrittsportal setzen. Ich weiß ja inzwischen nicht mehr, ob das eine gute Idee ist. Um den Würfel hier rein zu... Doch, ich glaube schon. Also, da ist jetzt das blaue Portal. Hallo, mein Freund, dich rufe ich neu. Und ich brauche dich auch nochmal, genau. Also aufmachen, rechts reingehen, links neu rufen, sozusagen. Oh mein Gott. Und ich hoffe, dann geht was. Weil sonst habe ich echt langsam keinen Bock mehr. Das habe ich richtig hinterlassen. Ja, ich mach's. Ich hatte ja, wie gesagt, den Checkpoint. Der geht jetzt in den Raum zurück. Die Kugel wird auch mal gerufen. So, Würfel fällt rein. Würfel ist hier. Jetzt ist wieder der Moment, wo man auf jeden Fall seine Portale aufgibt. Obwohl sie mir noch angezeigt werden. Was ist denn da los? Guck mal, als wenn es da wäre, verschwindet's. Sehr merkwürdig. Aber gut, jetzt muss man sich merken, welcher Würfel welcher ist. Das ist ja auch noch eine wunderschöne Sache. Aber man kann ja... Also erstmal werden sie jetzt ausgetauscht. Boah, ist das ein Luxus. So, den habe ich reingebracht. Ich kann die nicht unterscheiden, ne? Aber der muss halt raus. Und das Problem ist, ich kann den nicht... So, der muss raus... Wobei, ich kann dauerhaft aufhalten mit dem neuen, der von außen kam. Und ich glaube, das macht es mir schon sehr viel leichter. Weil jetzt werde ich... Obwohl, eigentlich muss ich ja nur zurück. Und wenn dann offen ist, einmal, habe ich ja die Verbindung, um den rauszuholen. Ich denke, so läuft es dann.
Okay, also jetzt kommt wieder die Nummer, dass ich... Ist jetzt eigentlich egal, es müsste jetzt der kaputt gehen. Achso, kann ja gleich mal rauflegen. Jetzt kommt wieder die Nummer, dass ich was mache, dass ich schwinge und alles. So, genau, also. Der da oben liegt, muss aus diesem Raum jetzt raus. Und das werde ich hinbekommen. Das werde ich hinbekommen. Obwohl. Muss ja den auch wieder haben, um... Oh Gott, ey. Wie? Weil ich schwinge ja erstmal hoch. Ich kann den ja hier nicht reinbringen. Okay, ich habe ein bisschen... Nee. Auch das geht nicht. Oh, scheiße. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich muss ihn mir zurechtlegen. Beziehungsweise ich kann ihn ja da oben ablegen. Dass ich mit ihm schwinge... Tatsächlich. Aber... Oh! Hab gerade gedacht, es wird ein Cube-Stacking noch. Dass ich für einen Moment noch irgendeine Chance habe. Ja, kacke. Weil ich muss ja das Portal wieder umsetzen. Mittig wird es nicht funktionieren. Also irgendwas muss da schon drauf sein. Scheiße, ey. Dann... Aber andererseits, das geht auch nicht. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Aber gut, mir geht ja nur einer kaputt. Jetzt habe ich ja das Problem, wenn ich den hier rauf mache, kann ich mir die Portale wieder nicht vorbereiten. Shit. Shit. Noch eins. Das ging ja wieder nur, wenn da nichts drauf ist. Leute, welcher ist hier welcher? Den hatte ich reingebracht. Was mache ich mit dem? Den hinterlasse ich natürlich. Also den werde ich dann später wieder neu holen. Wie gesagt, ich hole den nur raus. Mein Problem ist, wenn ich hier rausschwinge... Nehme ich den wieder mit raus? Ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Den muss ich da hinterlassen, damit wenn ich beim nächsten Mal reinkomme... Hä? Oder? Ist der Gedanke... Nee, ich komme ja gar nicht mehr. Ich komme ja gar nicht mehr rein. Okay, der Gedanke ist, ich muss nur einen Würfel rausbringen. Das ist an sich nicht so schwer, aber da man hier mit einer Technik gearbeitet hat, wie man den immer... neu gerufen hat, oder zumindest einmal, ist das nicht so leicht. Ich wollte mir da einen zurechtlegen. Aber wie mache ich das? Oder da drin zurechtlegen. Vielleicht so rum. So, warte mal. Den. Dann den. Nee. Den muss ich ja kaputt machen. Okay, es muss eine andere Methode geben, diese Portale zu behalten. Ich meine, jetzt habe ich... Achso, ich habe sie ja schon behalten. Ah! Um Gottes Willen. Es ist ja gar nicht so schwer. Nee, ich muss die Portale umschießen. Scheiß Dreck. Verdammt! Wenn der jetzt hier oben ist. Und ich nehme den mit hoch, den ich neu reingebracht habe, den ich nicht opfern kann, dann geht halt das schon wieder nicht. Und ich will jetzt nicht hier durch den Grill den greifen und irgendwie werfen, ne? Das ist natürlich Quatsch. Deswegen, nächste Idee ist, das was kaputt geht. Aber wenn was kaputt geht. Putt. Also wenn ich zum Beispiel schwinge und was in den Grill werfe oder so. Damit es da neu kommt. Was habe ich denn dann gewonnen? Wie kriege ich dann einen Würfel hier raus? Ich schwinge, ich muss den da haben, oder nicht? Oder mache ich... Nee. Sag mal, ey.
Also es muss ja nicht unbedingt ein Würfel mit hoch, ne? Das kommt ja dazu. Vielleicht geht es nur darum, den da drin zu haben. Aber selbst das ist gerade schon echt richtig kacke. Wie mache ich diese Umschwingaktion? Ich habe kein Portal hinterlassen, also der Raum ist sowieso wieder für sich selbst genommen. Da jetzt zu schießen bringt mir auch nichts. Dadurch komme ich nicht höher. Oder soll ich tatsächlich einfach nur... Nee. Nein. Da ich den anderen... Ja, es ist... Ich drehe mich immer wieder im Kreis. Da ich den anderen, nämlich den, rausbringen will, um die sinnvoll auszutauschen, logischerweise, die Würfel. Ich muss eine neue Methode erfinden. Wie soll die denn gehen? Die kann doch nicht gehen. Also, wenn ich den neu reingebrachten... Oder machen wir es mal nochmal anders. Mir schwebte die ganze Zeit jetzt so ein komisches Stacking im Kopf rum, ja? Cube-Stacking hier. Dass der unten ist und der wird geopfert und... Aber dann... Er kommt ja dann oben neu. Das bringt ja auch gar nichts. Da muss auch der andere nicht drüber liegen. Ich habe mir nur irgendwie so einen Moment überlegt, wo ich hier durch kann, aber auch das ist... Ach so, muss ich jetzt schwingen und da drücken? Stelle ich mir auch recht fies vor. Ich meine, es würde gehen. Aber das ist auch wieder nur eine Opfergeschichte. Ne? Dadurch habe ich den einfach nicht. Okay, wenn ich... Ah, schon wieder vergessen, welcher der war, der andere. Wenn ich jetzt den hier drin habe. Also den neuen, den ich reingebracht habe. Und ich mache das Ganze nochmal neu und komme hier hoch. Habe ich doch trotzdem keine Chance da drin, mit einem Portal hier zurückzukommen und den am Ende zu holen. Weil ich auf dem Weg, dann ist dann wieder ein Grill und alles. Was bringt's nicht? Soll ich meine Portale wegmachen, damit ich sie da wieder habe? Ja, das ist es. Das ist es. Ich glaube, das ist es. So, muss ich jetzt wieder die Kugel machen? Muss ich. Das heißt... Also ist ja mittig. Wegnehmen. Hochgehen. So, das war jetzt der hier. Ich mache alles genauso, bloß dass hier einer mehr liegt. Und auf den muss ich da drin dann aber leider irgendwie verzichten. Geht denn das dann? Ach Gott, ey, aber dann... Naja, gucken wir mal. Obwohl ich doch... Ja... Die Frage ist, wenn ich durch dieses Feld gehe, wo der sich hier auflöst, behalte ich meine Portale? Das habe ich ja noch gar nicht rausgefunden. Das wäre jetzt so schon fast meine einzige Hoffnung. So, ich nehme den raus. Hab schon kaputt gemacht. Hab die Portal Gun und hier ist noch offen. Mal sehen, was das jetzt bringt. So, ich habe die Verbindung hier rein. Werde dann danach den holen, wenn es möglich ist. Wenn es irgendwie möglich ist. Jetzt gehe ich so zurück. Und das ist jetzt auch gerade echt kritisch. Aber zurück komme ich ja immer. Beziehungsweise danach, wenn es funktioniert, mit Portalverbindung. Aber was mache ich jetzt? Also wie gesagt, jetzt laufe ich hier durch. Habe auch nur... Ich habe nur ein Portal. Nein, ich habe beide Portale. Warum wird mir blau nicht angezeigt? Ich guck einfach mal. Erreicht habe ich ja nicht viel gerade. Die Portale bleiben. Okay. Das war super wichtig. Aber das Problem ist wieder, dass ich hier nicht durch kann. Ey, das ist doch zum verrückt werden. Das ist doch echt zum verrückt werden. Das kann ich ja hier nicht hin. Scheiße. Mann, was für eine Scheiße ist denn das? Muss ich,
Jetzt habe ich den da unten liegen. Jetzt ist überhaupt die Frage, jetzt komme ich gerade wieder nicht mehr in den Raum rein. Den müsste ich dann auch jetzt wieder neu rufen, also das bringt alles nichts. Jetzt war meine Überlegung, dass ich tatsächlich hier schon von vornherein ein Portal hinterlassen habe. Und dann... Oder hätte jetzt... Der hat sich aufgelöst. Ach, das kommt ja auch noch dazu. Wenn der aufgelöst ist, kann ich den danach ja nicht einfach aus diesem Raum holen. Ach Mann, wie soll denn das alles gehen? Jetzt komme ich da auch nicht mehr rein. Ich nehme den letzten Checkpoint. Dass ich jetzt... Okay, also was ich nicht machen konnte, ist in dieser Situation ein Portal hinterlassen. Ist einfach so. Weil ich hier unten durch einen Grill laufe und auch den Würfel erstmal hier hinterlassen muss. Hier durch einen Grill laufe, wo meine Portale verschwinden. Warum habe ich gerade... Achso, ja genau. Ich habe deswegen... So. Wie ich es drehe und wende. Obwohl. Oh mein Gott. Ah ne, geht auch nicht. Der muss hier liegen bleiben. Ich wollte jetzt gerade reingehen. Beziehungsweise jetzt. Naja. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Ist das viel einfacher? Also jetzt habe ich meine Portale hier. Ich kann Portale schießen. Beziehungsweise ich würde sie jetzt tatsächlich löschen, absichtlich. Also sie sind ja nicht weg. Ich habe ja nur die Fähigkeit nicht, welche zu schießen. Also ich behalte sie so. Dadurch habe ich die Verbindung in diesen Raum. Aber wie gesagt, hilft nichts, weil ich... Krieg den einfach partout nicht. Ach so. Ach so, ich würde reingehen. Meine Güte, ey, echt. Das ist doch furchtbar alles. Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Aber wahrscheinlich... Ach ja, es ist ja der... Ach Mann, es ist ja der Grill. Scheiße, da brauche ich gar nicht durchlaufen. Dann sind sie endgültig weg. Also dann sind sie wirklich weg. Also geht doch das nicht. Dann muss ich diesen Raum neu lösen. Jetzt sind sie ganz weg, ne? Jetzt sieht man sie auch nicht mehr. Scheiße, ey. Jetzt habe ich natürlich den anderen Würfel nicht mit drin. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, ey? Irgendeine Verbindung muss man herstellen zwischen diesen beiden Räumen. Da muss man die herstellen, nachdem man den hier raus hat. Das ist doch zum Verrücktwerden. Also jetzt hatte ich eine Möglichkeit. Wie war die eigentlich gerade? Die war aber ohne Würfel, ne? Jetzt hatte ich eine Möglichkeit. Also ich starte auf jeden Fall so, dass ich hier wieder neu reingehe und keine Verbindung habe. Es sei denn, ich soll jetzt irgendwas rumschwingen lassen. Aber irgendwann muss ich ja da rein, wenn ich hier was austauschen will. Also, wie habe ich denn vorher geschafft eigentlich? Moment mal. Nee, ich bin doch... Ah, ich habe nur die Verbindung gesetzt. Ich glaube, das war schon echt gut. Und zwar... Den mache ich wieder auf und dann rufe ich ihn neu. Ich bin... Genau. Ich bin dabei... Nee, wie war das? Ich hab blau gesetzt, genau. Damit der erstmal hier reinkommt. Ich glaube, das ist richtig. Ich möchte das abspeichern. Also der Schritt... Kommt mir sinnvoll vor. So. Runter. Neuen Würfel abfangen. Ja, und dann erstmal neu anfangen. Okay, der landet irgendwie schräg, warum auch immer. Der ist jetzt da drin. Die Überlegung ist... Nee, das braucht die Überlegung auch nicht sein, ob ich das jetzt hier machen muss, weil erstens mache ich es mir dann mit dem Würfel wieder kaputt, zweitens kann ich die Kugel da drin nicht irgendwie rumjonglieren oder sowas und allerdrittens oder eigentlich nulltens, ne? So und, ach so. Nee,
Der ursprüngliche Gedanke war auch mal, dass ich hier mit Schwung reingegangen bin und dann darauf komme. Aber warum sollte ich auf der Seite den höheren Schwung haben wollen? Ne, das bringt jetzt auch nichts. Also ich würde sagen, das ist jetzt echt neu anfangen hier und... Tja. Irgendwie eine Verbindung schaffen. Also einen Würfel offensichtlich nicht rausbekommen. So richtig auf den ersten Blick. Aber irgendwie eine Verbindung schaffen. Also dieses Ding hier. Scheiße. Nicht so schlimm. Das war, glaube ich, der. Der. Es ist... ist gar nicht so falsch. Aber wie geht's dann weiter, ey? Wie geht's dann weiter? Ach Gott. Jetzt ist mir ja... Ist mir das gerade entfallen, wie ich den... Naja, mal gucken, mal gucken. Ich bin ja noch lange nicht da. Also, jetzt kommt wieder die Nummer. Weg. Rein. Hoch. Noch höher. Scheiße. Muss denn sowas jetzt sein? So, ich will ihn nur einmal kaputt machen, dass er nicht auf irgendeinem anderen Ghost Cube landet. Jetzt landet er nämlich sauber. Ups, so. So. Wow. Bisschen schräg angekommen. So wollte ich es machen. Okay. Jetzt könnte ich noch die Kugel rausnehmen, aber sehe ich keinen Sinn drin. Die da irgendwo hinzubringen, oder? Ich speichere mal an dieser lustigen Stelle ab. Damit ich mir das später überlegen kann, weil bis hierhin hat es sich doch wieder gut angefühlt. Also, ich habe jetzt Portale. Ich gehe zurück. Aber irgendwas ging ja da wieder nicht. Wichtig ist, dass der Grill tatsächlich weg ist. Und ich löse nur den auf. Ich löse nur den auf. Das muss doch gehen. Ups. Also. Ja, mein Problem waren die anderen beiden. Stimmt schon. Hier durch. Da, dann löse ich auch noch den wieder auf. Das ist doch... Was scheiße ist das, ey. Ja, da unten kriege ich es nicht auf. Okay. Ist das nicht die Lösung? Mann, ey. Wenn ich den jetzt auflöse, komme ich... Ich kann ja da keine Portale schießen. Hätte ich doch die Kugel hier haben müssen. Leute, ich sag's euch, ey. Ich sag's euch. Damit ich kurzzeitig wieder nicht die Portale hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt passt mal auf, ey. Jetzt passt mal auf. Oh. So, was heißt es? Ich mache die Kugel in den Grill. Die kommt da drüben neu. Für einen kurzen Moment habe ich nicht die Portal Gun und dann kommt sie wieder. Das ist ja immer der Effekt, den man hat. Und ich habe sogar beide Portale in diesem Raum. Aber das blaue dürfte mir nicht... Kann ich mir dann überlegen. Also, Kugel in den Grill schmeißen. Warten, dass die Portal Gun kurz weg ist. Durch den Grill durch. Alter, ey. Wow. Wow. Okay, mehr ist es nicht. Jetzt kriege ich den Würfel hier rein, den anderen. Und das mache ich... Ehrlich gesagt... Es ist vollkommen egal. Ich könnte auch da... Oh, ah, nee, könnte ich nicht. Doch, ich könnte daraus und die Kugel nochmal neu auflösen. Dann würde ich aus dem Grillraum auch wieder rauskommen. Aber ich komme jetzt einfach aus Orange raus. Was war das für ein Geräusch? Oh, was ist das mühsam, ey. So, jetzt habe ich gerade keine freien Portale. Den Luxus kann ich mir wieder abschminken, aber ich kriege diesen Würfel rein.
diesen. Den anderen lasse ich wieder zurück und muss ihn neu rufen und fange relativ neu an. Hier drin, aber der ist einfach mal hier. Und jetzt habe ich doch aber dann wieder... Naja, muss ich mal weiterdenken. Also, da ist ja jetzt noch nicht viel passiert. Ich glaube aber, das war der richtige Weg. Was machen wir jetzt? Jetzt rufe ich einfach neu. Jetzt habe ich halt hier ein Item mehr. Ich kann keine weitere Verbindung großartig halten. Ich musste den runternehmen. Was ich auch auf jeden Fall tun muss, ich muss den zurücklassen. Weil selbst wenn ich den darauf setze oder wenn ich ihn irgendwo hinsetze und meine Portal Gun ist ja weg, aber dann ist wieder dieser fiese Grill da, der mir auf jeden Fall die Portale wegmacht, dann komme ich eh nicht zurück. Also der muss zurückbleiben und der wird jetzt neu gerufen. Das ist jetzt meine Conclusion. So. Jetzt gehe ich durch diesen Grill und habe eh keine Rückverbindung mehr. Es könnte aber sein, dass ich nochmal den Schwung da brauche. Beziehungsweise sogar noch mehr Schwung, um dann wieder hier hochzukommen. Also das wusste ich ja irgendwie schon. Aber jetzt mache ich mal wieder das, was ich so machen kann. Was kann ich denn machen? Jetzt haben wir wieder nur temporäre Portale. Achso, das wird aber auch zum Problem, oder? Shit, weil hier kann ja kein Würfel rauf. Dann muss ich den... Oh, jetzt muss man sich wieder merken, welcher ist. Also der da in der Ecke liegt, den... den kann ich ja gar nicht unbedingt neu machen. Ach, Mano. Naja, muss ich gucken. Oh, ist das ein Scheißen. Geht das noch dreimal hin und her hier? Obwohl, nee, das reicht ja. Also, das würde reichen, aber ich komme da halt nicht hoch. Shit. Shit. Ey, das ist ja so hinterhältig alles. So, machen wir erstmal wieder den Anfang. Oder kommt es jetzt drauf an, welcher Würfel da auch noch aufkommt? Ah, oh, so eine Scheiße, ey. So eine Scheiße, ey. Soll der jetzt dahin kurzfristig? Ich mache ja sowieso wieder mit der Kugel auf. Also auf den... auf die Lichtbrücke kommt es ja gar nicht an. Meine Güte, ist das fies. Also ich musste den jetzt neu rufen, weil ich muss ja hier mit Grill und allem, oder? Jetzt wieder diesen Anfang machen. Gott, ist das mies. Das ist eine miese Nummer. Oder zwei, nee. Das kann ich mir auch obwohl. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann muss ich da vielleicht nicht hoch. Muss ich dann mal gucken. Weil wenn ich von hier unten zwei Panels hochschwinge plus ein kleiner Sprung, und das habe ich da hinten, wenn ich kurz in diesen Raum reingehe, dann würde ich hier rüber lugen, dann würde ich da nicht hoch müssen. Aber dann hätte ich auch was umgangen und das weiß ich nicht, ob das so sein soll. Was mache ich jetzt zuerst? Ich könnte den auch reinholen. Nee, aber wozu? Jetzt kam das mit der Kugel. Kugel holen, warum eigentlich? Da reinmachen? Ich weiß gar nicht mehr. Was habe ich denn gemacht? Ich musste doch da oben... Nee, ich musste da unten stehen. Ich hatte das vorbereitet. Und das. Und danach schwinge ich rüber zur... Nee, schwinge ich gar nicht, sondern rufe sie noch. Mal gucken. Also jetzt haben wir erstmal... Ach, ich muss sie erstmal haben. So ging das los, genau. Warte, und dafür muss ich... Kann ja gar nichts umsetzen. So, ich hole sie erstmal. So. Also hier hoch und einsetzen. Ist das richtig oder kann ich es jetzt irgendwie gerade einfach haben? Ich könnte den natürlich nehmen und da hochsetzen. Dann hätte ich im Übrigen die beiden... Oh nein. Ich weiß, warum das Ende nicht gehen wird. Weil ich natürlich in der Luft mein Portal nicht umsetzen kann. Oh Gott. Bitte, wie? Ich fürchte, ich hätte den hier nicht reinbringen. Hätte den nicht neu rufen sollen. Der muss immer noch offen halten da drin. Shit. Shit, ey.
ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das könnte jetzt zu viel gewesen sein. Das könnte jetzt zu viel gewesen sein. Ich war zu sehr in der Verlockung, mit beiden Würfeln jetzt zu arbeiten. Schauen wir mal. Naja, muss ich gucken. So, und ich bin da rausgekommen, ne? So. Ich habe mir den geholt. Nicht, dass man mit der nochmal was macht oder dass man in den Raum nochmal rein muss. Aber in den Raum könnte man später locker rein. Weil man... Wenn man den runternimmt, kann man da unten hin. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Das ist alles echt super kompliziert. Ich lass mal als Bodenportal. So, jetzt hole ich nur den rein. Aber dann kann ich nie mit der Kugel und allem arbeiten, ne? Das ist ja eine Vollkatastrophe. Nein, es geht gar nicht. Dann kann ich den Grill jetzt nicht aufmachen, kann die Portal... Okay, okay, okay. Okay, das ist auch wieder Bullshit. Soll ich es nochmal austauschen? Nein. Meine Güte, ey, ist das krass? Ist das krass oder ist das krass? Soll ich trotzdem erstmal die Verbindung behalten? Dann hätte ich nichts gewonnen, außer freie Portale. Ich muss beide Würfel da reinbekommen. Es ist doch einfach so. Es ist doch einfach so. Ich glaube auch nicht, dass ich... Also was muss ich schaffen? Ich muss in diesen Raum nochmal reinschwingen und da hoch. Das muss am Ende nochmal gegeben sein. Wenn ich... Ah, mehr ist es doch gar nicht. Ich muss gar nicht mehr durch den Grill durch. Dann kann ich das ja doch hinterlassen. Vielleicht geht's. Vielleicht habe ich jetzt gerade einen Denkfehler gehabt. Oh, Mama Mia, ey. Aber es muss doch mit einem Würfel mehr, muss es doch besser gehen. Also, du gehst wieder in die Schäm-dich-Ecke. Was anderes fällt mir für dich noch nicht ein. So, los geht's. Würfel neu. Aufmachen. Kugel holen oder auch... Football! Oh. Den hier rein. Dann das Portal, abgesehen davon. Ich würde ihn schon gerne hier haben. Oder? Wo will denn wer hin? Ich muss es vielleicht jetzt gar nicht so kompliziert machen. Doch, da ich keine Dauerportale habe, muss ich es kompliziert machen. Ich könnte ihn natürlich hochwerfen, was sicherlich nicht unbedingt gewollt ist. Nee, der wird unten bleiben. Der andere löst sich auf und den werde ich dann hier wieder auf den Knopf machen. Der. Achso, ich könnte ja den hier machen. Das ist ja komfortabel, oder? Dann schwing ich jetzt zur Kugel hoch. Nee, die ist jetzt, warte, die ist jetzt hier drin, genau. Dann machen wir wieder den hier, dass ich oben ankommen kann und den Würfel in Empfang nehmen kann. Nee, ich habe die Kugel da reingeballert, aber danach muss ich sie wiederholen, ne? Oder? Wie war denn das jetzt? Auf jeden Fall muss ein Würfel... Das ist zu kompliziert. Ich mache es so wie vorher auch. Also der ist neu, der bleibt hier unten. Der geht auch nicht kaputt. Der geht kaputt. Ich machte mir die Verbindung. Also jetzt warte mal. Und machte einfach nur danach die Kugel wieder rein. Aber dafür muss ich dann wieder darüber. Ich mache jetzt einfach erstmal da. Obwohl ich ja... Ach so! Oh fuck. Okay, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich kann in der Luft nicht mehr umschießen. Also ich muss jetzt einmal so und einmal so machen, denke ich mal. Dann mache ich jetzt schon mal so. Weil... Ach so, jetzt muss alles vorbereitet sein. Oh, auch sehr interessant, weil jetzt mache ich es so. Klar, und der Würfel, der kaputt geht, fliegt direkt rüber. Ha. Aber dann... Oh, shit. Nee, auch nicht. Warte, ich kann doch hier die Portale neu machen. Ich
Kann vor allen Dingen auch... Ich glaube, es ist doch besser, wenn der andere da drauf ist. Das bedeutet nämlich, ich krieg danach... krieg danach gleich... Ich habe den Grill wieder offen. Dann gehe ich da hin und... Oder ich lasse es jetzt einfach so. Ich glaube, das ist... Ich glaube, es ist wirklich nicht schwer jetzt. Jetzt muss ein bisschen was gehen. Also jetzt einfach nur Kugel rein. Der untere Grill, untere Würfel löst sich auf. Der obere fällt hoffentlich schnell genug nach, um direkt wieder aufzuhalten. Ansonsten war ich zu bequem. Aber gut, kann man ja alles rekonstruieren. Ah, hat funktioniert. Okay. Der ist jetzt oben. Ich habe ja den Grill noch offen. Ich kann auch hoch. Dann lege ich den da oben hin. Und dann müssen wir gucken, was für eine Verbindung möglich ist. Ich kann jetzt in der Luft nichts umschießen. Das ist es einfach. Ach so. Scheiße. Ich sehe schon wieder mein Problem. Mann, ey. Ist das alles ein Elend. Hier durchlaufen ist jetzt vollkommen egal. Ach so, ich habe die Kugel noch gar nicht drin. Egal. So, jetzt habe ich hier eine schöne Konstellation. Mann, wie schaffe ich es jetzt wieder, das Ding in der Mitte zu haben? Ey, das ist ja ein Elend, das glaubst du ja gar nicht. Also ich teste es nochmal, aber hier hat kein Würfel drauf funktioniert. Er hat funktioniert? Ach, ich stand drauf. Okay, er funktioniert nicht. Es ist der blaue. Ja, was für ein Elend. Aber jetzt kann ich mir mal angucken, ob ich da theoretisch rübergekommen wäre. Und ich kann natürlich nicht bis dahin springen. Warte, warum will ich da nochmal hoch? Achso, um das da treffen zu können. Genau, ja, ja. Oh, selbst das würde nicht gehen. Okay, wurde auch bedacht. Da kann ich nichts treffen. Ja, alles klar. So, was machen wir als nächstes? Jetzt wieder eine Hürde mehr. Jetzt habe ich hier beides offen. Ja, jetzt könnte ich ehrlich gesagt nochmal die Kugel reinmachen. Nur rausnehmen, nicht wieder reinmachen. Also da dann reinmachen. Aber sehe jetzt schon wieder das Problem. Dass ich ja, selbst wenn ich jetzt hier rauskomme, meine Portale verliere. Dann bin ich wieder in diesem Raum drin. Ja, also wenn ich jetzt hier da durchgehe, sagen wir, jetzt nehme ich den wieder mit. Und ich weiß schon gerade nicht mehr, welcher ist. Und ich weiß auch nicht, warum ich das wissen sollte, müsste. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist es doch wieder vorbei. Es ist doch einfach wieder vorbei. Ich kann nicht mal hier runtergehen und jetzt ein Portal schießen. Das würde wieder nur so gehen. Dafür müsste ich dann doch da drin gewesen sein. Und den neu gerufen haben. Dann ist der da drin und ich hätte jetzt noch nicht mit ihm arbeiten können. Das ist doch scheiße. Das ist doch vollkommene Scheiße. Hätte ich doch nicht alles halten können. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin hier wieder reingekommen. Ich hatte die Kugel in meiner Hand. Ich habe sie kaputt gemacht. Dann hatte ich die Verbindung in den Raum. Dann bin ich da reingegangen, hatte beide Würfel da drin. Hatte eine Portalverbindung. Ey, ist das jetzt so kompliziert oder mache ich es mir so kompliziert? Um da hochzukommen, brauche ich 100%ig... Also erstmal brauche ich überhaupt eine Verbindung dahin wieder. Die habe ich jetzt die ganze Zeit aufgeben müssen.
Da geht's doch schon wieder los. Halte ich jetzt irgendwie anders offen? Halte ich jetzt mit dem unteren Würfel offen, dass ich später hier wieder reinspaziere? Dass das eine Idee ist, dass ich nicht durch diese... Ach so. Es geht nur darum... Ja, welcher ist jetzt welcher? Das ist jetzt der aus dem Raum, ne? Der sich aufgelöst hatte. Hm. Wenn ich mit dem arbeite, ist der hier auch wieder weg. Also werde ich ihn hier temporär benutzen. Das ist jetzt meine nächste Idee. Gott, ey, das ist doch nicht wahr. Dann werde ich da wieder rausgehen, so wie ich rausgegangen bin. Werde eine Portalkanone haben. Und kann in der Mitte rein... Ja, ja. Ach du Scheiße, aber wie kriege ich ihn dann wieder? Das geht doch dann auch wieder nicht. Dann ist doch hier wieder zu. Brauche ich keine zwei Würfel zum Schluss? Brauche ich... Doch. Ja, obwohl... Doch. Ist halt so. Naja, mal gucken. Also, ich halt... Ich nehme ihn... Aber da habe ich dann was gewonnen? Ist doch die andere Frage. Wenn der jetzt da unten bleibt... Habe ich das vorher nicht schaffen können? Dass der da unten ist? Ja, schön ist es jetzt gerade nicht, deswegen... aber ist... Ist völlig egal. Er hätte hier, noch, hier oben noch nicht sein müssen. Was macht der hier nochmal? Den anderen Grill auf. Die Verbindung will ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht. Der ist jetzt... Ist jetzt egal. Die sind jetzt beide übereinander. Wenn ich da in dem Raum... Ach nee, stimmt ja gar nicht. Den nehme ich mit. Gott, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Sonst habe ich hier ein echtes Problem. Ich kann es ja mal kurz abspeichern. Das wird dann der x-te Speicherpunkt, der hoffentlich... korrekt. Obwohl. Ja, ist eigentlich scheißegal. Ich brauche es noch nicht mal speichern. Ich speichere es jetzt zur Sicherheit. Aber ich kann es ganz schnell wieder rekonstruieren. Achso, die Kugel ist dann da nicht drin. Ja, gut. Also der, der jetzt kaputt geht, bleibt hier. Würde ich sagen. Ja, ne? Der kaputt geht, ist der von hier und der, der... Oh, bringt's das denn? Das bringt's doch auch wieder nicht. Naja, ich will ja nur zurück und den Grill dann offen haben, wenn ich zurückkomme, damit ich da rein kann. Ja. Okay. Der kaputt geht, bleibt hier. Also der auf dem Knopf war, bleibt hier. Weil wenn ich den anderen im einen Raum rückwärts, also da hinten, wieder benutze und der ist hier weg, habe ich nichts gewonnen. Ich will jetzt, wie gesagt, die Verbindung hier rein offen halten. Und das ist tatsächlich, das war vorher nicht gegeben. Ja. Okay. Hier durchlaufen dürfte jetzt tatsächlich auch egal sein. Gerade. Muss man ja auch mal bedenken. Kugel ist drin. Den kriege ich also raus. So. Dann löse ich ganz normal diesen Raum wieder. Habe eine Verbindung dahin. Und habe meine Portal Gun. Und dann hoffe ich, dass ich auf den Würfel verzichten kann. Unglaublich. Unglaublich, diese Kammer. So, einmal wieder den machen. Einmal opfern. Jetzt kann ich es aber langsam auswendig. Er liegt praktischerweise daneben. Nee, was? Wie? Jetzt wieder ganz zurück zum Anfang. So war das. So. Den machen. Reingehen. Hochgehen. Oh, das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich da so am Rand... Egal. Schwung. Kugel nehmen. Raus. Hoch. Kugel kaputt machen. Würfel kommt dahin. Ich habe wieder die Portal Gun. Dann kann man sich ja ehrlich gesagt auch überlegen, ob man da nochmal hin... Ne, da kann ich nicht hinschwingen.
Okay, um die Kugel nochmal rauszuholen. Aber nee, das ist Quatsch. Da kann ich nicht hinspringen. Also jetzt schon, aber später mit nur wie viel? Da komme ich gar nicht hin. Gucken wir uns gleich an. Also, jetzt bin ich hier. Hab die Verbindung hier rein. Ups. Diese Verbindung kann ich jetzt nur mit einem Panel Höhe. Ich brauche beide Würfel. Es wird wieder... Oh, bloß nicht hier durchlaufen. Es muss hier alles offen sein. Es ist einfach so. Mann, wie soll denn das wieder gehen, ey? Mache ich jetzt eine Verbindung nach da oben und muss hier irgendwie raus? Wie soll denn das wieder funktionieren? Kann ja gar nicht. So, der Würfel liegt da unten. Das muss er auch, weil er diese Grills aufmacht. Also wie gesagt, Endmove ist... War doch richtig, dass ich den jetzt wieder auflöse. Sonst komme ich doch da nicht raus. Jetzt habe ich natürlich wieder die Gefahr, dass ich den nicht kriege. Weil ich in den Raum nicht mehr... Achso, mit Blau könnte ich in den Raum nochmal rein. Genau, da kann man es dann nämlich... Aber kriege ich ihn trotzdem nicht raus. Ja, kriege ich ihn einfach nicht raus. Boah, ich denke mir gerade ganz verrückte Sachen aus mit Würfel schwingen lassen und hast du nicht gesehen. Aber dadurch kriegt man den einfach nicht in die Mitte. So, also was muss gegeben sein? Ich stehe hier am Ende. Drücke, springe hier rein, habe die Verbindung nach da oben. Es ist einfach... Ist es vielleicht Absicht, dass man irgendwelche Portale am Ende hält sogar? Die dann bleiben? Das wäre ja noch cool. Das wäre ja noch cool. Das ist mir ja noch gar nicht durch den Kopf gegangen, aber das würde bedeuten, dass man hier rausschwingt. Aber dann müsste man da das Bodenportal nehmen und hätte halt nicht das... Das ist scheiße. Also, dass man von oben selber schwingt. Nee, kann ja gar nicht sein. Ich muss ja da das Portal haben. Also im Flug noch das um... Nee, das geht ja alles gar nicht. Das geht ja alles gar nicht. Also hier ankommt und durch dieses Ding läuft. Das war jetzt einfach die Idee. Oder doch hier nochmal dann offen hat. Also Fakt ist, man schießt da nicht mehr durch. Man bereitet die vorher vor. Ach so, das kommt ja auch dazu, um die vorher vorzubereiten. Oh nein, um sie vorher vorzubereiten, muss man ja auch irgendwo geschossen haben. Und wenn ich da durchlaufe, kann ich nichts mehr schießen, außer wieder nur von da. Und dann stehe ich halt da und nicht da oben oder so. So, also jetzt habe ich wieder die Freiheit meiner Portale. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann halt da rein, kann viel Schwung. Und das muss ich auch machen, sonst komme ich doch... Das kann... Ich mache jetzt. Ich mache jetzt einfach mal was. Irgendwas muss ja hier passieren. So, also ich kann mir noch einmal ein Portal holen. Achso, ich habe sie... Da muss ich ja hier gar nicht hin. Naja, aber ich muss hier hin, um erstmal einen Schwung zu haben. Oh. Nee, da hinten komme ich jetzt nicht hin. Scheiße, ey. Wie macht man das? Oder hätte ich jetzt wieder da oben sein müssen und irgendwie mit der Kugel was machen? Dass ich mir den hochhole, aber dann... Ist auch alles zu. Hey, sorry, aber es ist... Ich weiß es nicht. Ich habe viele Möglichkeiten mit diesem Raum jetzt. Naja, was heißt viele? Ich habe... die Möglichkeit, dass ich hier Schwung hole. Hatte ich irgendwie schon mal, aber ich glaube, da hatte ich den Würfel nicht, um den Grill aufzumachen, oder? Den Würfel da unten. Jetzt muss ich natürlich die ganze Zeit diesen Schwung halten, um hier ein bisschen was aufbauen zu können. Aber das Gute ist, so richtig verloren geht mir dabei nichts. Will ich jetzt hier?
Schieß jetzt diese Verbindung, aber komm halt da nicht mehr hin. Ich kann mir das schon echt vorstellen, dass ich... Shit, ey, shit. Warte. Ich habe noch eine Vorstellung. Also ich kann mir das vorstellen, dass die Portalverbindung steht und ich durch diesen Grill durchlaufe tatsächlich. Und das war jetzt gerade die Überlegung, dass ich... So, jetzt lass mal überlegen, dass ich jetzt hier erstmal den mache. Eher so auf der Seite. Und dann gucken wir mal, ob von da was geht, dass ich diese Schräge treffen kann. Mit... Ja, kann ich. Sehr gut. Mit Orange natürlich. So, dann habe ich das Portal hier oben. Dann... Und das, fürchte ich, wird jetzt echt knapp. Ich habe jetzt Blau da und... mache jetzt Orange dahin und... Ich muss jetzt hier durchlaufen, damit die Portale nicht verschwinden. Oh doch, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Okay, den auflösen. Er kommt ja nicht neu. Ich habe keine Portal Gun mehr. Meine Portale bleiben erhalten. Ich kann den Timer drücken und kann da raus, weil ich die Portalverbindung habe. Um Gottes Willen, bitte lass es das gewesen sein, ey. Okay, das ist ja sogar sehr nah dran. Oh mein Gott, das ist doch nicht zu fassen, ey. Wo? Ich gehe nochmal zurück. Die Orientierung war gerade schwer. Ei. Oh. Also es war die Seite, richtig? Oh, das war die Seite. Ah, ganz knapp gelandet. Oi. Das konnte ich jetzt nicht mehr schön zeigen. Aber ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Oh. Ach du Scheiße. Also es kann sein, dass ich, dass mein Hirn nicht besonders gut funktioniert mit diesem On-Off-Konzept und dann noch kombiniert mit Footballs. Wobei ich sagen muss, diese Footballs, die waren echt untergeordnet. Die waren nicht das Schwierigste an der Kammer, ne? Wenn man die jetzt noch ewig hätte jonglieren oder gar austauschen, irgendwo zwischenlagern müssen oder... über Portale schwingen, damit sie nicht kaputt gehen. Da hätte man ja sonst was machen können. Das habe ich zwischendurch immer mal wieder befürchtet. Hier ist der Daumen im Übrigen. Ja, dann wäre es richtig hart gewesen. Aber sie war auch schwer zu durchschauen, weil du halt immer überlegen musstest, kann ich beide Würfel rausholen? Soll ich beide Würfel rausholen? Wann muss welcher da sein? Wo opfer ich wieder einen? Darf ich den zurücklassen? Brauche ich die Portal Gun die ganze Zeit? Kann ich auf sie verzichten? Der Move am Ende war nochmal sehr cool, wo man sie absichtlich löscht, damit man genau durch diesen einen Grill noch durch kann, wo man sie ja auch nicht verliert dann, wenn man sie nicht hat. Also da ist unglaublich viel ineinander verwoben. Ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, auch wenn das eine brutale Sache für den Zuschauer ist, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich die brutto über 2,5 Stunden, also ich bin jetzt bei 2,33, so gelassen habe, weil ich halt ständig am Überlegen war. Also ich habe ja mal in irgendeiner mittleren Kammer, ganz am Anfang, wo ich bei einer halben Stunde war oder ich weiß nicht wo, da habe ich mal für eine Viertelstunde echt lange gehangen, wo ich dann feststellen musste, das war ja noch gar nicht das Ende. Aber hier war mehr Überlegung drin. Also diese Kammer war nicht so klein. Es hat ja auch noch die Kammern miteinander verwoben. Das darf man ja überhaupt nicht vergessen. Aber hier war halt so viel Überlegung drin, dass ständig Bewegung war, sage ich mal. Deswegen, da weiß ich nicht, was ich kürzen kann. Und im Vergleich zu den 2 Stunden oder was das jetzt hier am Ende war, sind diese 15 Minuten am Anfang auch nicht so dramatisch. Also wenn ihr die oder wer die durchgestanden hat, der hat dann jetzt ja hier auch, oder wer den Rest gucken wollte oder wie auch immer, ich glaube, ich lasse es so. Ja, ansonsten wisst ihr Bescheid, ich habe knapp die 2,5 Stunden überschritten und ich habe richtig, richtig Bammel vor der Nummer 3. Die hat nämlich eine glatte 8 an Schwierigkeit und das hier war, glaube ich, wie gesagt, 6,5. Und da bin ich jetzt hart gescheitert und da, also nicht gescheitert, ich habe es ja am Ende geschafft, aber das ist ja nicht normal, also pff. Und ja, die 3 wird dann wahrscheinlich eine große Kammer, also ich hoffe, die ist dann nicht so verwoben mit so extra Dingern, aber trotzdem, wenn es eine 8 ist, ist es eine 8, dabei ist die Maus kein Faden ab.
Ja, und bei der 6,5 hatte ich ehrlich gesagt noch Hoffnung, weil die letzten, die ich gemacht hatte, waren halt auch alle 6,5er von ihm und die waren immer so in einer Stunde, anderthalb erledigt. Auch wenn sie lange fies aussahen, aber da ging dann immer was. Aber mit so einem Konzept, mit solchen Elementen hier drin, ist das eine ganz andere Nummer. Also da ist eine 6,5 meiner Meinung nach keine 6,5 mehr. Und dadurch, dass er auch noch Räume miteinander kombiniert und man nicht weiß, wie mache ich das am besten, schraubt sich das richtig hoch. Also für mein kleines Hirn war das jetzt eine 8. Ja. Gut, aber lang genug geredet, sonst kommen wir hier noch auf die 3 Stunden, was? Ich bin raus. Danke, dass ihr tapfer dran geblieben seid oder nebenbei geguckt habt oder quer geschaut oder nur das Ende und ja, mit dem Herzen bei mir wart, sag ich mal. Das ist das Wichtigste. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder zu Fleetingness 3. Oh mein Gott. Da nehme ich mir einen Nachmittag für frei, glaube ich. Also, bis dann. Tschüss.